Ach mein Gott, das ging ja flott. Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Planet Zoo. Ich war ganz erschrocken, dass es hier jetzt so schnell losging. Herzlich willkommen. Wir haben uns hier wieder auf Twitch versammelt und sitzen hier gemeinsam an einem wunderbaren Freitagmorgen. Ihr seht, wir haben schon wieder 1:44 auf der Uhr. Wir waren wieder vertieft in Gesprächsthemen. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, kommt gerne vorbei. twitch.tv/simfinity_nina. Da findet ihr mich und diese Bande hier. Und genau, mittwochs um eigentlich 16 Uhr, aber 15 Uhr hat mir auch ganz gut gefallen, spiele ich immer Barbie Legacy. Und freitags um 10 Uhr gibt es immer Sims. Planet Zoo. Nächste Woche aber nicht, Leute, weil nächste Woche kommt die Lea Maus und die Tabs auch. Ja! Okay, das war komisch. Aber deswegen kann ich am Freitag nicht. Und danach die Woche kann ich aber wieder. Ja, und Donnerstag spielen wir dann wahrscheinlich Kebab-Simulator. So ist der Plan. So, genau. Also, ja, und jetzt sind wir hier zurück in unserem Zoo. Ne, das ist unser Zoo. Wie toll, ja, ja. Und Freya, Hallöchen. Ich habe gerade meine Prüfung wieder bekommen. Ist leider nicht so gut ausgefallen. Schwamm drüber. Jetzt ist es eh schon passiert. Also es tut mir natürlich total leid, aber mach's dir jetzt schön gemütlich. Mach dir einen schönen, schönen Tag. Schau ein bisschen neidisch so. Ja, also Mimi, wir kriegen es schon auch nochmal so hin. Okay? Besser halt 10 Stunden zugeschmissen. War schon länger nicht mehr im Zoo dabei. Ja, dann wird es ja Zeit für eine schnelle Zootour. Das ist der momentane Status unseres Zoos. Hier haben wir angefangen mit unserem Panzernashorn-Gehege und den Zwergflusspferden. Hier außen sind noch die Rotfüchse, die aber, glaube ich, auch wieder ausgestorben sind. Da müssen wir mal gucken. Dann haben wir hier das Grizzlybären-Gehege. Die wohnen in diesem wunderbaren Niagara-Fällen-Gehege. Dann haben wir hier unsere Vivarienhöhle. Ich glaube, wir müssen mal hier oben mehr Busch hinmachen, ne, damit das mal nicht so kacke aussieht, weil das ist schon sehr hässlich. Und dann gehen wir unseren Rundweg weiter. Da kommt man dann hier zu den Schwalzki-Pferden. Ne? Die guten alten Schwalzki-Pferde, die sind hier zu finden. Und daneben ist unser Schandfleck, das Lama-Gehege. Das mag ich nicht so gerne, wie ich jedes Mal so schön betone. Und Maxi, danke schön für deinen Lurk. Ich finde die Einführung anfangs immer sehr hilfreich, wenn man nicht alle Zoo-Videos gesehen hat. Muss ich natürlich nachholen. Ja, natürlich. Ich hole euch immer ab. Dann haben wir hier die amerikanischen Biber. Wir gehen weiter ins Sumpfgebiet zu den Capybaras, die nur noch aus weißen Capybaras bestehen. Der Genpool hat sich durchgesetzt. Ich werde nicht singen, Leute, damit ihr alle keinen Ohrwurm habt. Dann haben wir hier nochmal so einen Essbereich. Hier kann man so in das Krokodilgehege reingehen. Hier haben wir Krokodilkaimane. Kaiman, Krokodil, Krokodilkaimane. Ich weiß es immer nicht. Krokodilkaiman. Dann gehen wir hier weiter zu dem Jaguargehege. Hier haben wir wunderbare Jaguare mit Babys. Oh mein Gott. Und da kackt einer. Schön. Also einfach toll. Ja, wir haben zwei Jaguar-Babys. Sehr süß. Nana, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Simsi, Hallöchen, schön, dass du auch da bist. Genau, und das Gehege geht auch noch hier weiter. Also es gehört auch noch zum Jaguar-Gehege. Dann haben wir hier noch so ein paar Vivarien, die zum Sumpfgebiet passen. Das Gehege ist momentan leer. Hier haben wir ein Affenmix-Gehege. Da können die Besucher auch in das Gehege reingehen. Also wir haben hier so einen Weg ins Gehege rein. Hier haben wir Orang-Utans drin, Siamangs, die sehr gruselig sind, wie wir immer so schön festhalten müssen. Und diese Weißschulter-Äffchen oder so. Oh, guck mal, Baby. Fein. Irgendwie für Orang-Utans habe ich so einen richtigen Softspot, ne? Also Orang-Utans sind echt so... Das ist für mich ganz schlimm, wenn ich darüber nachdenke, wie deren Lebensraum bedroht ist. Naja, okay. Ich möchte jetzt aber nicht hier schon wieder den Downer... hier wird's intim. Den Downer hervorholen. Wir gucken lieber, ob wir hier noch irgendwo eins von den Weißschulter-Äffchen finden. Kann aber auch sein, dass die alle tot sind. Nur ganz kurz. Okay, sie heißen Weißhand. Weißhand-Gibbons. Ist ja fast das gleiche. Oh, guck mal, wir haben so einen dunklen. Ui. Ja, der chillt hier so im Baum. Sehr cool. Naja, genau. Das ist auf jeden Fall unser Affenmix-Gehege. Und dann geht man hier durch die Höhle. Und Rap-Bubsy, Hallöchen, herzlich willkommen hier. Und Freya, danke für deinen Lurk.
Genau. Und dann gehen wir hier durch. Dann kann man entweder da lang gehen oder man geht durch das Flughundgehege. Hier sind Flughunde. Das ist so ein begehbares Vivarium. Dann haben wir hier den See mit dem Elchgehege. Hier wohnen Elche. Jetzt der Elch. Nana, danke für die 7 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Und dann kommt man hier zu den Ottens. Hier wohnen unsere süßen kleinen Zwergotter. Da zum Beispiel. Kleine Scheißeli. Und dann haben wir hier noch ein Restaurant gebaut. Die Krosse Krabbe ist sehr beliebt, wie man sieht. Vielleicht sollten wir da nochmal noch ein Restaurant bauen. Und die Wombats. Auch sehr beliebt bei euch. Die sind ja auch einfach nur süß. Und sie kacken viereckig. Also besser kann es nicht mehr werden. Meine Gehege sind nicht hochgeladen, nee. Ich bin noch nicht fertig mit Iron Flame. Ich habe irgendwie in letzter Zeit nicht so viel gelesen. Aber vielleicht dieses Wochenende. Weil nächste Woche geht es ja im Buchclub weiter. Das heißt, ich muss mich ready machen. Obwohl, dann ist ja nochmal eine Woche, bis wir das Buch dann wirklich auch lesen. Aber ich habe mir gestern den 2. Band von Good Girl's Guide to Murder geholt. Also Good Girl, Bad Blood oder wie das heißt. Hätte mir fast den 3. Band aus Versehen gekauft, weil ich dachte, das wäre der 2. Aber ja, das habe ich mir gestern mitgenommen. Also vielleicht lese ich das dann noch dazwischen. Aber ich muss sagen, es ist gerade so ein bisschen zäh wieder. Also ich fand die ersten 500 Seiten ja so ein bisschen so, dann fand ich es richtig gut. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen so, Also ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt bei Seite 680 oder so. Also ich habe noch so knapp 200 Seiten oder sowas. Vielleicht ein bisschen mehr. Mal gucken. Der Zoo ist riesig, ja wirklich. Er ist wirklich riesig. Nee, heute gibt es noch keine Buchclub-Infos. Nächste Woche kriegt ihr die Infos, was wir lesen und was ihr dann ja auch gewinnen könnt, ne? Genau. Schmeckt Barbie, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und dann haben wir halt hier noch, also, ach so, genau, hier zwischen war auch noch ein Gehege. Hier sind noch unsere Galapagos-Riesenschildkröten und die Waschbären sind noch hier in der Mitte. Und wenn man dann eben, also hier hinten kommt man vom Rundgang, wenn man dann eben hier lang geht, kommt man zu unserem afrikanischen Bereich. Hier haben wir dann einmal die Halsband-Pekari-Schweine. Look at them. So süß. Und die Bisons leben da auch mit drin. Hier sind die Bisons. Guck mal, Freunde. Süß. Das müssen wir echt nochmal ein bisschen anders machen. Das stört mich irgendwie alles. Und dann haben wir hier noch ein Erdmännchengehege. Hier wohnen die Erdmännchen. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Hütten und so. Hier sind noch Vivarien drin. Und unser Savannenmixgehege. Das ist riesengroß. Ja, und hier haben wir verschiedene Tiere drin. Hier haben wir einmal die Kaffernbüffel. Dann haben wir Giraffen. Netzgiraffen. Zebras haben wir irgendwo. Im besten Fall. Hier. Die sind alle fröhlich am Kacken. Ich glaube, das war's, ne? Mehr haben wir hier, glaube ich, gar nicht drin. Erdpersönchen, genau. Entschuldigung. Wegen dir lese ich wieder. Zwar Ratgeber, aber ich lese. Ja, aber das ist ja, also, lesen ist lesen. Und ob du jetzt ein Kinderbuch liest. Ich finde, dein Zoo ist echt eine schöne Alternative zu einem echten Zoobesuch. Das sehe ich auch so. Schön. Die Good Girls Guide to Murder Reihe finde ich so gut. Meine absolute Lieblingsreihe. Aktuell lese ich den 3. Band der Chronik von Narnia Reihe. Ja, sehr cool. Ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich habe den 1. Band ja sehr geliebt. Finde ich sehr, sehr cool. Meine Erdmännchen sind ständig gestresst, obwohl die eigentlich zufrieden sein müssten. Hast du auch das Problem? Ja. Vielleicht sind die von den Bewohnern gestresst. Also du könntest, ach Besuchern, du könntest halt dieses Glas einbauen, dass die das quasi nicht sehen, was, also dass hier Leute langlaufen und halt viele Versteckmöglichkeiten. Das könntest du ausprobieren. Ja, also ich bin noch nicht so zu 100% zufrieden mit unserem Savannenmix-Gehege. Aber was war denn hier noch? Ach so. Die Kapibaras haben wieder eine Epidemie. Und die Schweine sind gestresst. Warum? Zu viel Bepflanzung? Mhm.
Ja, einfach gestresst. Ist auch okay, kann ich auch gut nachvollziehen. Oh Mann. Ich glaube, ich würde ganz gerne hier noch die Ufer ein bisschen schöner machen. Also das hier, weil das ist mir alles noch ein bisschen zu unnatürlich. Da würde ich ganz gerne noch ein paar Steine und so drauf kloppen. Ich glaube, dann wird es noch ein bisschen hübscher. Vielleicht auch noch so ein bisschen Schilfgras und so überall hin, dass es einfach ein bisschen natürlicher aussieht. Ich glaube, was haben wir da für einen Stein benutzt? Einen Wüstenfelsen. Dann nehmen wir die doch auch. Setze Tropenfels. Das ist Wüstenfels. Trüffel, super. Ja, die heißen alle nach Pilzen benannt, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt denen nicht alles zubauen, dass sie dann nicht mehr in das Wasser reingehen können. Aber um ehrlich zu sein, würde ich auch einfach sagen, das ist dann auch deren persönliches Pech. Hab letztens im Zoo vom Pfleger erfahren, dass Erdmännchengruppen von einem Weibchen angeführt werden, die jungen Weibchen ausgestoßen werden, nicht die Männchen. Oh mein Gott, also die Tierwelt ist auch so schrecklich, ne? Lukas und ich können auch immer keine Tierdokus gucken. Also wir können nur welche gucken, wo es alles happy ist. Also nicht wegen Lukas, sondern wegen mir. Weil wir haben mal so eine Doku geguckt, da ging es dann um Eisbären und dann kam das Eisbärbaby die ganze Zeit die Wand nicht hoch. Und das war ganz schrecklich. Dann ist die Mutter einfach weitergezogen. Ja, naja. Das ist halt der Überlebensinstinkt. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich wahrscheinlich innerhalb von... Also ich bin ja ein Tier, also weil Menschen sind ja irgendwo auch Tiere. Ja, egal. Ich möchte nicht drüber reden. Aber es ist einfach schrecklich für mich. Deswegen gucke ich lieber Dokus, die für Kinder gemacht sind, weil da sind dann nicht die ganzen schrecklichen Sachen. Paulinchen, Hallöchen, wie geht's dir? Wie viele Stunden hast du schon in Planet Zoo? Haben wir eben noch angeguckt. Ich habe jetzt die 400-Stunden-Marke geknackt. So, und jetzt brauche ich ein bisschen Gestrüpp. Das hier finde ich ganz schön. Aber es ist auch einfach das tollste Spiel der Welt. Also ich kann mir das auch so gut vorstellen. Also habe ich ja früher auch gemacht, jetzt irgendwie nicht mehr so viel, weil ich nicht mehr so viel privat spiele. Aber einfach da so am Wochenende drin zu versacken. Einfach so das ganze Wochenende. Pläne zu spielen. Einfach Hammer. Paulinchen, mir geht's auch sehr gut. Das freut mich. Das habe ich auch gesehen, hat mein Herz zerrissen. Ich glaube, das war von Netflix was, ne? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ist einfach schlimm. Mein Mann und ich müssen auch so oft Stellen in Tierdokus überspringen, weil wir auch nicht sehen können, wie ein Tier sterben muss. Ja, und das ist ja, ne? Also es müssen ja Tiere sterben, damit andere Tiere überleben, aber... Es tut so weh. Chrisli, Hallöchen. Und Akaiwana, Hallöchen. Good day. Seit wann? Mia, was meinst du? Und Chi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Good day, good day. Schön, hier zu sein. Ja, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich finde, hier sind noch zu viele Stellen, die so zu... So... Und halt so platziert aussehen. Und das ist ja, weil ich es platziert habe. Aber wir müssen hier noch ein bisschen... Wisst ihr? Guck mal. Wenn wir jetzt nämlich hier um diesen... Jetzt sieht der, steht der Baum dann noch so ganz allein, ne? Der schönste Baum der Welt. Guck mal, wenn da einfach noch ein bisschen Gestrüpp drumherum ist, sieht direkt geiler aus. Dann nehmen wir vielleicht noch einen Stein. Und dann knallen wir da noch einen Stein neben. Toran, Hallöchen!
Ich, der jeden Tag lebende Tiere verfüttert, denkt sich gerade nur, ja, also ich glaube, ich meine, okay, ich glaube, wenn ich Amaya und Ao jetzt lebende Tiere geben müsste, das wäre für mich auch schwieriger. Aber du machst das ja, um halt deine Tiere, also dass deine Haustiere halt überleben. Ich meine, wenn Amaya und Ao jetzt eine Maus gefangen haben, also manchmal nehme ich die denen auch dann weg, wenn die, ne, noch lebensfähig ist. Aber ja, das ist halt immer so der Zwiespalt, ne? Aber bei denen denke ich mir halt auch so, die überleben ja auch so, ohne dass die da jetzt eine Maus oder einen Vogel oder was auch immer fangen, weil wir die ja füttern. Dann finde ich es immer richtig unnötig, dass die denken, oh, ich fange jetzt eine Maus. Okay, bei den Mäusen sind wir noch so, dass wir sagen, hey, macht, weil die, ne, vermehren sich eh exponentiell. Aber Vögel gibt es halt sowieso schon immer weniger. Aber irgendwie hat nie einer ein Problem damit, wenn ein Fisch stirbt bzw. gefressen wird, obwohl es ja genauso ein Leben ist wie zum Beispiel eine Robbe. Doch, voll. Damit habe ich auch ein Problem. Ich habe bei jedem Tier ein Problem damit. Aber ich weiß, was du meinst. Jenny, Hallöchen. Ich glaube, bei Fischen ist das Problem, dass viele so da halt keine Empathie empfinden, weil die halt keinen Ton von sich geben. Weil die halt nicht um Hilfe schreien können oder so. Stellt euch mal vor, wenn Fische geangelt werden würden und dann dieses Netz an Fischen rausgeholt würde und der komplette Sack würde dann irgendwie so schreien. Ich glaube, dann würden auch viel weniger Leute Fisch essen. Ich schaue auf National Geographic Wild, eine Serie von einer Tierarztpraxis. Manchmal werden Tiere eingeschläfert, da muss ich auch maulen. Verstehe ich gut. Aber das Tier, das sie essen, ist ja auch gestorben. Ist doch dasselbe. Ja, true. Das ist sehr wahr. Meine Katze hat letztens eine Maus vor mir verspeist, hat mich fast übergeben. Ja, das ist auch wirklich, vor allem wenn man dann immer das Knacken hört, ne? Das ist einfach widerlich. Einfach widerlich. Planet Zoo ist jetzt die perfekte Begleitung. Ich möchte mich endlich auf Psychotherapie-Suche begeben. Jenny, ganz, ganz viel Erfolg. Sippy, dass du das machst. So. Und ganz viel Erfolg natürlich. Ich hasse es, wenn Katzen Tiere reinholen. Die von meiner Oma hat eine Schlange reingeholt. Ja, das mussten wir leider auch schon oft erleben. Obwohl es jetzt, ja, und auch überleben. Es ist jetzt halt echt viel besser geworden, seit wir keine Katzenklappe haben. Da bringen die halt nicht mehr so viele Tiere mit. Aber wird wahrscheinlich jetzt auch wieder mehr. Wenn der Frühling kommt. Ey, war es heute schon kopfüber ins Gebüsch gesprungen, um was zu fangen? Das wird der Grund sein, das stimmt. Man sieht sie nicht so und kann sie nicht so anfassen. Ich glaube, die Tiere sind so greifbar, wenn sie Fische... aber wenn die Fische aussterben, well, good night, ja. Ja, ja. Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es einfach immer mehr ethischer wird, beziehungsweise durch Produkte ersetzt wird oder durch Labordinge. Auch wenn dann alle schreien. Es ist Gift und Chemie. Ja, okay, dann ist weiter dein Antibiotika-Tier. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht schon wieder so passiv-aggressiv werden hier. Jedes Mal, wenn ich deinen Zoo sehe, habe ich auch Lust, wieder zu spielen. Nachdem ich dann das Spiel aufgemacht habe, fällt mir ein, dass meine Gehege einfach komplett unnatürlich aussehen und unüberlegt platziert sind. Ich habe einfach nicht die Geduld und das Talent dafür. Dann mache ich das Spiel wieder zu und gucke dir beim Bauen weiter zu. Aber Lexa, mir ging es wirklich immer ganz genau so. Exakt das. Und bei dem Gehege denke ich mir das jetzt zum Beispiel auch so, dass es irgendwie unnatürlich aussieht. Und ich verstehe auch, dass man dann so sagt, ich habe da nicht die Geduld zu und so. Aber glaub mir, also vielleicht machst du auch erstmal kleinere Gehege, weil ich glaube, das ist auch so mit das Problem. Also es ist bei mir auch so, dass ich dann immer alles zu groß mache. Und wenn man kleinere Sachen macht, die kann man viel einfacher gestalten.
Und wenn du dann das erste Mal dir ganz viel Zeit für ein Gehege genommen hast und ne, das dann richtig halt durchdacht aussieht und halt auch wirklich natürlich aussieht, dann bist du richtig motiviert und denkst dir so, oh mein Gott, geil. Und dann steckst du halt auch viel mehr Emotionen in deinen Zoo rein irgendwie. Dann willst du den halt auch gar nicht aufgeben und auch gar nicht so jetzt ganz schnell einfach was dahin bauen, weil du halt willst, dass alles schön aussieht. Und ja, also deswegen mach einfach mal so ein kleines Gehege für Tiere, die viele Pflanzen mögen. Weil dann kannst du da richtig viel reinknallen und es juckt keinen. Selina, mach's gut. Schön, dass du da warst. Kennt jemand gutes veganes Hackfleisch, welches man gut für Lasagne benutzen kann? Also früher haben wir immer entweder das von der Rügenwalder Mühle oder das von Like Meat benutzt, aber jetzt nutzen wir mal Sojaschnetzel. Das können wir wirklich mega empfehlen. Schmeckt so unfassbar gut. Das kann man zum Beispiel bei DM kaufen. Wir haben das natürlich von Co. Das sind dann so kleine Dinge und die weicht man dann in Brühe auf. Und dann kann man die eben wie Hack verwenden. Das ist vielleicht halt auch für die eine Alternative, die nicht so super viel so verarbeitete Fleischalternativen nutzen wollen, weil natürlich ist es auch Soja, aber es ist halt jetzt nicht so stark verarbeitet wie jetzt das Hack von der Rügenwalder oder so. Aber ja, das von der Rügenwalder, also das, was so aussieht wie rohes Hackfleisch, das finden wir richtig geil. Und das, was schon angebraten aussieht von Like Meat, das ist auch richtig gut. Wo der eine da 2 Wochen schon auf einen Flug in seine Heimat gewartet hat und dann kam da ein Flug, wo er ein Ticket für hatte und der wurde dann doch wieder gecancelt, hat mir einfach so leid und versetzt mich direkt in seine Lage. Ja, voll. Das war auch echt, echt emotional. Also, Josi redet vom Flughafen. Mich reizt bei Planet Zoo eher die Kampagnen. Bin nun bei der letzten angekommen. Max irgendwie, wenn man Aufgaben hat und nicht so planlos drauf rumbaut, drauf losbaut. Das liegt mir nämlich auch nicht. Ja, aber das ist ja auch voll cool. Also ich habe auch mal eine gespielt, hat mir auch voll Spaß gemacht und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das entfacht hat bei mir, mit dem, dass man sich halt richtig Mühe gibt. Weil ich glaube, kurz danach haben wir den Muckel zu eröffnet. Also vielleicht ist das ja dann auch was für die Leute, die nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen, dass sie so eine Kampagne spielt mit so Zielen und dann kann man so langsam, aber sicher. Ich nehme mal so trockenes Veggie-Hack von DM. Also das muss dann so quellen. Ja, aber vielleicht ist das ja auch, dann sind das auch Sojaschnitzel. Josi. Weil das muss auch quellen. Ach so, sorry Josi, dann habe ich die andere Nachricht nicht gelesen. Sojaschnitzel sind diese Schnitzel, die man noch in Wasser einweichen muss, oder? Genau. Und die gibt es halt in groß oder in klein. Und es ist wirklich mega lecker und ist halt auch so viel günstiger, weil dieses Hack kostet ja irgendwie 3 Euro oder so, ist ja richtig teuer. Und von, also bei dem Sojahack, ich weiß nicht, was kostet ein Kilo bei Koro, Lukas? Und davon brauchen wir dann immer nur so ganz wenig, also es hält bei uns ewig. Also was heißt ewig, aber halt für viel Essen. Ewig würde ich jetzt nicht sagen, weil wir halt das in fast allem benutzen. Achso, auf Erbsenproteinbasis. Ja, sehr cool. Werde einfach mal nach und nach die ganzen Alternativen ausprobieren. Danke für die Antworten. Ja, das ist halt ja auch das Ding, ne? Also ich finde, man kann pauschal immer nicht sagen, ja, ich mag die Ersatzprodukte nicht, weil halt es gibt super viele Ersatzprodukte, die halt kacke schmecken und es gibt aber halt auch super viele, die richtig gut schmecken. Also man muss da halt wirklich sich erstmal ausprobieren. €10 und da hat man das in Wasser ja, da man das ja in Wasser aufweicht, sind das bestimmt 2 Kilo, ja. Also es ist richtig krass, wie viel günstiger das ist. Also wenn ihr Vegetarier oder Veganer seid und euch die Fleischalternativen, also das Hack zu teuer ist, dann würde ich euch das echt empfehlen, dass ihr das mal ausprobiert, weil das, also ihr könnt euch ja auch erst so eine kleine Tüte bei DM holen und dann kann man sich halt super direkt so einen ganzen Sack holen.
Ich habe mal Animal Crossing gespielt. Ich glaube, 2 oder 3 Mal im Stream. Aber das ist halt... Also jetzt gerade spiele ich das Spiel halt auch überhaupt gar nicht aktiv. Und... Also ist jetzt einfach auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also ich gucke das auch mal gerne bei anderen zu, so, aber ich streame das auch nicht so gerne. Beim Sojaschnitzel, achso, bei den Sojaschnitzeln muss man nur dazu sagen, dass man das ebenfalls, bestenfalls, achso, dass man das eben bestenfalls kross anbrät und ordentlich würzt, sonst schmeckt es halt nach nichts. Genau. Aber das ist ja eigentlich bei Hackfleisch genauso, ne? Also, ich finde es immer so krass, dass Leute dann auch so sagen, ja, Tofu schmeckt mir nicht, weil es schmeckt ja nach nichts. Ja, wenn du Schweinefleisch, Schweine, keine Ahnung, Hühnerbrust, wenn du eine Hühnerbrust einfach so isst, schmeckt das auch nach nichts. Also, man muss es halt richtig zubereiten. Also ich verstehe, dass viele sagen, ich mag die Konsistenz von Tofu nicht. Aber auch da, also wir haben jetzt gestern wieder Orange Tofu gegessen. Und man würde niemals denken, dass das Tofu ist, was da halt, also was Lukas da verarbeitet. Schmeckt einfach so geil. Und natürlich, ne, wenn man da keinen Plan von hat und so, dann kann ich das auch total nachvollziehen, dass man dann so sagt, ja, schmeckt mir nicht. Wenn man das halt jetzt nur in der weichen Art und Weise bisher probiert hat. Aber so, ach, Tofu ist eigentlich so geil. Ja, genau, Fleisch schmeckt auch noch nichts ohne Gewürze. True. Bin kein Veggie, aber durch HelloFresh essen wir überwiegend vegetarisch. Von Rügenwalder finde ich auch die Ersatzprodukte gut. Also wenn es hochkommt, esse ich vielleicht nur noch einmal die Woche Fleisch. Bin schon ein bisschen stolz auf mich. Vielleicht kommt ja der große Schritt und ich bin komplett Veggie. Aber ich finde, du kannst auch schon darauf sehr, sehr stolz sein. Also ich finde immer, dass man sich da selber, beziehungsweise die anderen, einem da auch viel zu viel Druck machen, weil... Damit tust du der Tierwelt auch schon so viel Gutes, indem du halt nur noch einmal die Woche Fleisch isst. Und vielleicht passiert es dann irgendwann, dass du dann halt sagst so, ey, jetzt kann ich auch komplett drauf verzichten. Aber es ist auch komplett okay, dass du sagst so, ey, ich möchte einmal die Woche Fleisch essen. Oder, keine Ahnung, ich möchte an Weihnachten Fleisch essen. Oder was auch immer. Also ich finde immer, dass jeder Schritt zählt und dass man nur so die Leute auch zu etwas bewegen kann. Also ich glaube, wenn es generell so wäre, dass das ganze Thema mit weniger Druck und weniger Verurteilung behaftet wäre, dass viel mehr Leute sich dem Ganzen öffnen würden und halt daran interessiert wären und nicht automatisch schon so negativ dem gegenüber gestimmt wären. Genau, geräucherter Tofu schmeckt natürlich nach was, ne? Das ist dann auch was man dann ausprobieren kann. Mag Lukas zum Beispiel gar nicht. Diese Fake-Hähnchenhaut mit den 3 Millionen Gewürzen, deshalb schmeckt das ja dann nur wegen dem Gewürz. Ja, ach, das ist aber richtiger Hähnchenhaut auch so, ja, true. Ja, ja. Aber das sind halt genau die Leute, die eben nicht offen dem Gegenüber sind. Also die Leute wirst du so nicht erreichen können, indem du denen einfach Rezepte vorsetzt und die das nicht probieren können. Ich glaube, wenn man sich mit solchen Leuten mal hinsetzt und die das mal in Ruhe probieren würden, ohne irgendeinen Druck, ohne irgendwelche Vorurteile oder was weiß ich, dann würde denen vieles davon auch schmecken. Aber ich glaube, dass es so automatisch diese Abwehrhaltung ist, dass sie sich einfach so, dass die automatisch so einen Panzer hochfahren und dann sagen so, nee, das ist alles scheiße und kacke und mal. Das ist halt einfach so. Weil es eben sehr viele Leute gibt, die da sehr vorwurfsvoll mit umgehen und so. Und das ist halt einfach nicht der Weg, finde ich. Wenn alle Menschen ihren Fleischkonsum reduzieren würden, würde das schon einen mega Unterschied machen. Genau. Also ich meine, früher war das ja auch so, dass man dann einfach nur sonntags einen Braten gegessen hat und unter der Woche dann eben nicht. Und da gab es halt noch keine Massentierhaltung. Und das wäre schon toll, wenn das wieder so wäre. Aber ja, ist halt schwierig, eben weil es so viele Leute gibt, die halt dem Ganzen so negativ gegenüber gestellt sind, weil es da halt schon so viel Verurteilung gegeben hat und so viel ja Falschinformationen. Ich meine, es gibt ja auch super viele Leute, von denen es
ein persönliches, also es ist Teil deren Persönlichkeit, dass sie Fleisch essen. Genauso wie es ja auch bei vielen Teil der Persönlichkeit ist, dass sie eben kein Fleisch essen. Ist halt so. Ich hatte an meinem Geburtstag einen richtig leckeren veganen Schokokuchen gebacken. Kein einziger aus meiner Familie hat ihn angefasst, weil vegan und vegan ist ja ungesund. Also das finde ich schon echt richtig respektlos, muss ich sagen. Wenn man das dann nicht mal probiert. Ich meine, ich habe auch viele in meiner Familie, die so sind. Aber also ich verstehe diese Logik immer nicht, weil es gibt ja super viele Lebensmittel, die auch so vegan sind, die man isst. Also ich meine, wenn man jetzt Kartoffeln isst, denkt man ja auch nicht, oh, das ist ja jetzt vegan, scheiße. Also ich finde das so frustrierend, dass Leute dann halt so direkt so anti gegen das alles sind. Mein Ex und ich sind mal an einem Protest für Vegansein vorbeigegangen und er meinte dann lautstark, da haue ich mir erstmal ein Steak rein. Sowas finde ich dann echt verwerflich und ekelhaft. Gut, dass es dein Ex ist. Aber ja, mit solchen Menschen kann ich auch nur ganz, ganz schwer umgehen. Weil das ist für mich einfach... Ja. Einfach unnötig. Einfach richtig unnötig. Würde schon helfen, wenn Fleisch das kosten würde, was es auch wert ist. Ja, auf jeden Fall. Und halt die vegetarischen Alternativen günstiger sind. Ist ja jetzt so. Also ich glaube auch bei Burger King ist es jetzt so, dass die vegetarischen Sachen weniger kosten. Und bei Lidl, ich weiß nicht, ob das nur ein Experiment war oder ob es jetzt dauerhaft so ist, dass auch deren Fleischalternativen bzw. die veganen Sachen günstiger sind als die nicht veganen Sachen. Das finde ich super cool, solche Entwicklungen, weil... Das ist halt das Entscheidende, weil viele, also ein Fakt ist, viele können sich vegan sein auch einfach nicht leisten, weil es einfach, also im Sinne von die Fleischalternativen zu kaufen, ne? Obst und Gemüse, wenn man die saisonal kauft, dann kann man sich das natürlich leisten. Aber die Fleischalternativen und sowas sind halt einfach unfassbar teuer. Aber deswegen fände ich es voll cool, so... Eigentlich müsste Lukas mehr so What I Eat in a Week oder beziehungsweise What I Cook in a Week machen, weil Lukas es einfach unglaublich gut schafft, die Balance zwischen Ersatzprodukten und halt einfach normaler fleischfreier Ernährung zu schaffen. Und dass es halt abwechslungsreich ist und dass man genug Nährstoffe da drin hat und so weiter. Ich finde weniger Fleisch essen super, aber dann noch besser fände ich, wenn diese ganzen All-in-Urlaubs-Paradise mal über ihre Strategie nachdenken und nicht immer übelst viel kochen und wegwerfen. Cherry, das ist tatsächlich was, was mich so krass belastet. Jedes Mal, wenn irgendwie so Leute zeigen, ja, guck mal, wir sind hier im Urlaub und das ist alles inklusive und dann zeigen die so riesige Buffets. Und dann denke ich immer so, ja, schon, also ne, ist natürlich toll, aber ich denke in dem Moment dann einfach nur daran, wie das halt alles weggeschmissen wird. Und das finde ich halt auch super. Also viel cooler finde ich dann so Live-Cooking-Stations oder sowas, wo das halt alles live zubereitet wird. Das finde ich viel besser, als wenn da einfach nur Massen an Lebensmitteln sind, wo man dann halt hinterher weiß, okay, die werden jetzt weggeschmissen. Deswegen finde ich es auch so gut. Also wir haben ja auch Hotels in der Stadt und da, die sind auch bei Too Good To Go mit drin, also beim Frühstücksbuffet. Und dann kann man da vom Frühstücksbuffet irgendwas retten noch. Naja. Ich gehe mal spazieren. Hallöchen, herzlich willkommen. Ich habe auch letztens einen Post darüber gelesen. Ich glaube, der war von Funk. Da ging es darum, dass es an der Bevormundung liegt, dass so viel Ablehnung stattfindet. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das lässt sich auch nur schwer jetzt noch irgendwie wieder umdrehen. Zumindest bei den Leuten, die da ja schon fast für radikalisiert sind gegen vegan zu sein. Du lebst komplett vegan, oder? Nee. Wir sind nicht, also wir essen nicht komplett vegan. Aber genau das ist halt auch das Ding. Wir essen halt das so, wonach wir, also... Wir möchten halt, also beziehungsweise ich, Lukas ist das sowieso egal,
ich möchte halt nicht dafür verurteilt werden, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, ein Milchprodukt esse oder sowas. Ich bin ja eh laktoseintolerant, deswegen ist das immer ein bisschen problematisch. Aber deswegen würde ich halt niemals sagen, ich bin Veganer, weil ich genau weiß, dass dann Leute sagen, ja, aber nee. Und das ist das Problem. Ja. Milena, hallöchen. Vor allem, weil in einem ganz normalen 0815 Schokokuchen vielleicht ein Ei drin ist, ja? Und dann kann man so easy mit was Natürlichem ersetzen und braucht ja nicht die bösen Ersatzprodukte. Ja, es ist so, also so dämlich. Ich muss da mal was zu sagen. Klar, es ist gut, wenn die Alternativen günstiger werden, aber gesund sind die halt leider in 90% der Fälle nicht. Also eigentlich sollte man viel mehr zeigen, wie einfach es ist, gesunde Alternativen selber zu machen. Und das ist jetzt schon günstiger als Fleisch. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da ist das Problem, dass viele halt einfach auch keine Lust darauf haben. Ne? Also ich meine, ich glaube auch, dass viele, die halt Fleisch essen, selten sich zum Beispiel, also ich weiß es jetzt nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, aber selten sich halt irgendwie so ein ungewürztes Stück Fleisch holen und das dann sich so selber zubereiten. Also ich glaube, dass da viele halt auch schon die fertig gewürzten Sachen holen oder halt tiefgefrorene Sachen oder was weiß ich. Also ich glaube, dass bei vielen das Problem einfach ist, dass sie eben nicht, also eben keine Lust haben, Sachen selber zuzubereiten. Das sieht ja jetzt übelst kacke aus. Muss ich nochmal überarbeiten. Aber so wie Lukas die Burger macht, ist die alternativen Patty, achso, die alternativen Patties zubereitet, ist ja auch nochmal anders lecker. Das habe ich vor, mal mit meiner Omi zu kochen. Genau. Und das ist halt auch, ne? Dann braucht man nicht das Ersatzprodukt. Aber natürlich ist es halt mehr Arbeit, als wenn man jetzt einfach so ein fertiges Patty kauft, ne? Ein Freund von mir ist Veganer und hat ein Kochbuch rausgebracht, aus dem kochen wir regelmäßig komplett ohne die typischen Ersatzprodukte und unfassbar lecker. Das finde ich richtig cool. Und Lilly, hallöchen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Welche Milch benutzt du denn so? Gerade meinen Kaffee trinke ich so gern mit aufgeschäumter Milch. Hast du einen Tipp? Also wenn du aufgeschäumte Milch magst, dann auf jeden Fall immer halt die Barista-Versionen von den Milchsorten, weil die haben mehr Fett und dadurch schäumen die besser. Obwohl ich sagen muss, dass die meine normale auch schon echt super schäumt. Ich nehme mal die von Berief. Die von Oatly schmeckt aber auch gut, aber ich glaube, Oatly gehört zu irgendeinem großen Konzern, Berief nicht. Also Berief ist ein Familienunternehmen, meines Wissens nach. Genau, und da nehme ich einfach ganz normal die Hafermilch, weil das ist nämlich zum Beispiel auch so, was man denkt ja immer automatisch, oh ja, wenn Sachen vegan sind, sind die ja besser für die Umwelt und so. Mandelmilch zum Beispiel ist super beschissen für die Umwelt, also eine ganz, ganz schlimme Umweltbilanz. Da ist Hafer halt wesentlich besser. Und Soja, ne, auch ähnlich, es würde ich so sagen, im Mittelfeld, deswegen ist Hafer immer die beste Alternative, was die Ersatzmilch quasi angeht. Wir haben das immer so gemacht. Die haben meine Eltern auch, also meine Mama. Aber ich glaube, dass es heutzutage so ist, dass viele halt die fertigen Sachen immer schon so kaufen. Wie Oatly gehört zu einem großen Unternehmen? Also ich meine es. Ich will jetzt hier keine falschen Informationen verbreiten, aber ich meine, dass Oatly zu einem, also dass sie aufgekauft wurden und zu irgendeinem großen Unternehmen, also irgendwie zu Danone oder sowas gehören. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber bei Berief weiß ich halt, dass die auch sogar in Deutschland ihren Hafer anbauen und so. Und das ist halt echt cool. Also zumindest steht das auf der Verpackung. Ich habe es jetzt noch nie hinterfragt. Ich habe mal gehört, dass Hafermilch auf Dauer nicht gut für den Körper ist, wegen einem zu hohen Cholesterinwert. Also das weiß ich jetzt nicht, wie hoch der Cholesterinwert da so ist, aber ich meine, ich esse auch jeden Tag Haferflocken. Also ich meine, Hafermilch besteht ja nur aus Hafer und Wasser. Vielleicht noch Zucker. Also ich meine, es ist immer so, dass alles, was man in ungesunden Mengen zu sich nimmt, nicht gesund ist, egal was es ist. Also egal, ob man jetzt 15 Bananen am Tag isst oder
15 Würstchen. Also es ist alles nie gesund, wenn man das in einem ungesunden Maße konsumiert. Oh mein Gott, wo sind denn die anderen? Deswegen ist immer der Schlüssel zum Glück einfach die Balance halten. Die Maße macht das Gift, genau. Also, ja. Ich finde, man sollte sich einfach, also das habe ich ja letztens schon gesagt, einfach generell mehr mit seiner Ernährung auseinandersetzen. Also was man eigentlich jeden Tag zu sich führt. Ja. Und das bedeutet eben nicht, dass man keine ungesunden Sachen essen sollte und so. Auch da. Masse macht das Gift. Eva, danke schön für die 38 Monate. Schön, dass du da bist. Frech, dass du da nicht mal angerufen hast und nachgefragt hast. Ja. Also ich meine, die würden wahrscheinlich dann auch genau das Gleiche sagen. Aber ich finde es so schlimm, dass man sich oft bei Firmen erst 500 Mal über irgendwas informieren muss, bis man dann irgendwie hinterher herausfindet, dass sie doch ein Kackverein sind. Ich meine, bei Ankerkraut zum Beispiel würde man jetzt wahrscheinlich auch nicht wissen, dass es die Anteile an Nestle verkauft haben, wenn man sich jetzt damit befassen würde. Das ist nur, weil das halt so ein aktiver Skandal war quasi. Cholesterin ist bei Milch viel höher als in Hafermilch. Ja, und das ist halt immer das Ding, ne? Ich glaube, dass oft dann halt auch versucht wird, also das ist ja genauso wie mit Soja, dass da alle sagen, ja, so viel Soja ist super ungesund. Ja, wie immer, ne? Man soll sich ja auch nicht nur von Soja ernähren. Und das ist halt genau, also das ist halt einfach kein gutes Argument, weil es genauso schlecht ist, wenn du jeden Tag Schweinefleisch isst oder so. Ist halt einfach so. Balance finde ich extrem wichtig, sonst geht es mental in eine ungesunde Richtung, beziehungsweise kann schnell so sein. Ja, genau. Also wir versuchen auch immer, wenn wir jetzt irgendwie an einem einen Tag Burger gegessen haben, wollen wir halt auch richtig so. Also haben wir richtig Bock auf was Frisches am nächsten Tag und dann irgendwie Brokkoli oder so. Brokkoli, so ein geiles Gemüse einfach. Obwohl ich auch immer zu Lukas sage, dass die Burger, wie er sie macht, bei manchen schon gesundes Essen sind, weil wir ja da wirklich auch drauf achten, dass es jetzt nicht super krass, super fettig ist und so. Ich finde gerade diesen Protein-Hype ganz schlimm. Also damit meine ich diese Influencer, die wirklich in alles Protein-Zeugs reinmachen und im Restaurant ihren Sirup mitnehmen. Ja, das ist sehr wahr. Das ist nochmal eine ganz andere Art von ungesundem Essverhalten, finde ich. Aber auch da, das ne, muss jeder für sich selber herausfinden. Und da kann man niemandem irgendwas vorschreiben, also einer erwachsenen Person. Was ich nur halt immer schwierig finde, ist, wenn man, wenn man halt weiß, man hat irgendwie eine beeinflussbare Zuschauerschaft und promotet halt eine ungesunde Lebensweise. Und ne, dass Leute dann sagen, ja, also zum Beispiel, ne, Nina hat aber gesagt, das ist gesund so. Dann muss das ja richtig sein. Die Leermaus! Hallo! Schön, dass du da bist. Wie geht's? Habe auch letztens meine Liebe zu Brokkoli wieder entdeckt. Ja, same. Wo gibt es eigentlich Berief? Also ich habe das eigentlich in jedem Laden schon gekauft. Außer in den Discountern, also bei Netto zum Beispiel, habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Aber ansonsten habe ich Berief eigentlich schon überall gesehen. Also es ist eigentlich eine recht große Marke. Da wird seit Jahrzehnten einfach viel Info verbreitet, die mittlerweile wissenschaftlich widerlegt sind. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Problem, ne? Dass es da einfach viel, sehr, sehr viel Fehlinformationen gibt. Lilly, danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Mm-mm-mm-mm.
Hafermilch geht eher auf den Blutzucker, nicht auf Cholesterin, aber eigentlich geht ja so gut wie jedes Lebensmittel in einer Art auf den Blutzucker. Ja, und ich meine, also das ist auch das, was ich immer sage, also alle Sachen sind ja auch wichtig, ne? Also man darf keinen Zucker verteufeln, man darf keine Kohlenhydrate verteufeln, alles hat seine Daseinsberechtigung so. Also, und ne, wie wir auch gerade schon festgestellt haben, die Balance ist das Wichtige. Bei Kaufland nicht, da gibt es nur Campo Verde. Oh ja, das kann sein, stimmt. Also ich kaufe bei Kaufland meistens diese Paletten. Ich habe ja hier im Büro immer diese kleine Oatly-Milch. Und da habe ich, glaube ich, auch noch nie Belief gesehen. Da hast du recht. Komisch, weil das ist ja so ein Riesenladen. Lena, Hallöchen. Und Angelina, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Bin wieder mal erkältet. Hat sich jetzt auch etwas getan, was mir zwar Angst macht, aber gut werden kann. Kann ich dir gerne nächste Woche erzählen. Jaha! Hoffe, dir geht's gut. Erstmal gute Besserung. Wurde ich schön aus. Und ja, mir geht's sehr gut. Ich habe gar nicht meinen Dienst anfällt. So. Ich glaube, das ist mit allem, man weiß nicht, was man noch glauben soll. Es gibt eine Informationsflut, schrecklich, hört auf euer Herz und Körper. Ja, ich glaube, dass einfach viele Leute viel zu schnell Dinge glauben. Also da haben Lukas und ich auch letzte Woche drüber geredet. Also es gibt so viele Leute, die halt auch einfach nur Sachen in einem Kommentar auf Social Media gelesen haben. Und dann, ah ja, das habe ich da mal gelesen, muss ja stimmen. So, also ich glaube, dass deshalb sehr schnell sehr viele Fehlinformationen halt verbreitet werden. Könnte auch täglich Brokkoli essen, aber können wir mal kurz drüber reden, wie teuer Brokkoli manchmal ist. Manchmal kostet er einfach 5 Euro. Das ist richtig belastend. Also ich kann euch wirklich sehr einen Saisonalitätskalender ans Herz legen. Habe ich Lukas ja zum Geburtstag geschenkt oder zu Weihnachten? Ich glaube zum Geburtstag. Und dadurch sehen wir jetzt immer, jeden Monat, was gerade in der Saison ist. Und immer die Gemüsesorten, die in der Saison sind, sind so günstig. Lukas hat ja letztens Rotkohl, einen ganzen Rotkohlkopf für 1 Euro gekauft. Davon können wir 4 Tage essen oder so. Deswegen, also da lohnt es sich extrem drauf zu achten. Dass man halt guckt, wann welches Gemüse in der Saison ist. Und dadurch kann man so viel Geld sparen. Der hier ist irgendwie richtig hässlich. Ist halt einfach eine riesen Lobby. Ja, das stimmt. Ja, die Milchindustrie meinst du, ne? Da hängen viele Jobs dran. Ja, das stimmt. Ich wusste ja, dass du immer Berief trinkst und deshalb deine Ausschau gehalten. Ach Mann. Ich finde, man muss einfach seine Quellen kennen. Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn ihr so vielleicht irgendwelche Influencer oder so findet oder halt Social Media Content Creator, wo ihr das Gefühl habt, okay, die haben sich wirklich beschäftigt mit Lebensmitteln und mit wie der Körper Nährstoffe verarbeitet und so, ne, dann natürlich könnt ihr da dann vielleicht mehr drauf vertrauen, als wenn jetzt irgendein möchte gern XY Fitness Influencer sagt, das ist gesund. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Charlotte, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich mache mich jetzt unbeliebt, aber Brokkoli ist okay. Ist okay, Lea. Ich kaufe wirklich immer das Gemüse, eigentlich, was im Angebot ist, und richte danach meine Gerichte. Sparfuchs. Ja, macht Lukas auch so. Ich sollte mich mal auf die Suche nach so einem Kalender machen. Ich kann ihn mal schnell für euch raussuchen. Warte. Ach, ich kann ja auch einmal PC auf Mails gehen. Ich weiß es nicht. Warte, guck. Also es ist ein Shop auf Instagram. Der hat so ein...
Ach, wie heißt das denn nochmal? Weil der ist halt auch voll schön optisch. Warte mal, ich glaube, der ist bei der Lisa im... im Highlight. Ich suche das jetzt für euch raus. Übrigens, fällt mir gerade ein, ich weiß jetzt, was ihr meint mit dem, dass ihr mir nicht schreiben könnt. Ich habe nämlich versucht, was von meinem privaten Account an Ninas Live, an NinziXX zu schicken und das wurde nicht mal in meinem Postfach angezeigt. Ey, was denkt Instagram sich dabei? Es ist so bescheuert. Ich bin sofort wieder bei euch. Wir suchen, woher der Saisonalitätskalender ist. Warte. Und ich weiß, dass die Lisa so viel Laurent das in ihrem Instagram-Highlight hat. Da. Marktsam. Da ist er. Den haben wir in der Küche hängen. Könnt ihr dann gleich, ne, wenn wir den Lukas dann raiden, könnt ihr euch den mal live und in Farbe angucken. Und das Schöne an dem Kalender ist halt, da steht kein Jahr drauf. Das heißt, ihr könnt den einfach immer hängen lassen und immer nur den Monat sehen. Und es sind halt super schöne Illustrationen. Und der ist auch noch nachhaltig hergestellt, also das Papier und so. Was halt super schön ist. Und... ist der, ja. Und deshalb kann ich das sehr empfehlen, weil dadurch wisst ihr immer genau, was gerade in der Saison ist und diese Lebensmittel sind dann regulär auch einfach günstig zu der Zeit. Und Rotkohl ist uns jetzt aufgefallen, ist einfach das ganze Jahr da drauf. Voll crazy. Diese Gym Bros finde ich ganz schlimm, reden davon, was gesund ist und wollen angeblich Leute damit motivieren, aber beleidigen dann hauptsächlich Frauen, die nicht deren perfektes Körperbild passen. Ja, ich glaube, dass die Fitness-Szene nochmal ein ganz anderes Thema ist. Also ich glaube, dass da das Problem ist, dass viele Menschen sich halt zu schnell als Profi sehen. Nur weil sie halt Content dazu machen. Ich weiß nicht, ob die da... Aber vielleicht so ein bisschen am Wasser? So eine Palme wäre schon ganz geil, oder? Ja, der ist wirklich sehr, sehr hübsch. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist einfach eine gute Möglichkeit, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Also, weil ich wusste zum Beispiel, okay, im Winter sind eher so Kohlsachen in der Saison, im Sommer sind eher so Beeren und Zitrussachen in der Saison, obwohl Zitrus ja auch eher eigentlich zum Winter hin international in der Saison sind, aber in Deutschland jetzt gesehen. Aber viel mehr wusste ich da auch nicht drüber und sowas wie zum Beispiel das Rotkohl das ganze Jahr in der Saison, das wusste ich auch nicht. Und das sorgt halt einfach für ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich hier wächst und so weiter. Der hängt bei meinem Freund auch in der Küche. Ja, wie schön. Und Blütendorne, hallöchen. Letztes Mal habe ich Danke für deine Vlogs gesagt und heute geht ein Danke an dich raus. Dass ich merke, dass ich durch deine Vlogs langsam versuche, ein bisschen Ordnung in mein Leben zu bringen. Du bist eine wahre Inspiration. Danke, dass es dich gibt. Oh Mann, süß. Ey, ich finde das so krass, ne? Weil man das... Also, ich denke das nicht, während ich vlogge. Ich denke nicht... Ich sage das jetzt, um Leute zu etwas zu inspirieren oder so. Wisst ihr? Das ist so krass und freut mich so, so sehr, dass das irgendwie einen positiven Einfluss auf euch hat. Richtig, richtig cool. Und danke, dass du das teilst. Voll schön. Noble, hallöchen. Nehmt euch mal mit in den Garten, macht es Lea. Wie schön. Ich glaube, der Kalender muss in meine neue Küche. Der ist so toll. Hab's bei Luki gestern schon erzählt. Mein Freund und ich haben eine Wohnung gefunden. Stimmt, habe ich auch. Ich habe dir schon geantwortet gestern. Ne? Aber voll schön, ja. Also, ich glaube, also ich finde, wir haben ja eine sehr... sterile Küche, sag ich mal, dadurch, dass die weiß ist und mit einer dunklen Oberfläche. Und ich finde, dieser Kalender bringt so einfach so ein bisschen Farbe und Gemütlichkeit auch in den Raum rein. Finde ich total schön.
Und wenn ihr dann auch noch eine neue Küche quasi einweiht, ist es ja doppelt schön, dass ihr dann direkt da so ein bisschen Gemütlichkeit mit reinbringen könnt. Voll cool. Genau, der Kalender bezieht sich auf Deutschland, ja. Was bei uns dann in der Saison ist. Und was ich halt auch mir immer so denke, und ich weiß, nicht jeder kann halt immer, also haben wir im letzten Stream ja noch drüber geredet, nicht jeder kann immer auf alles achten, so, ne? Aber wenn halt Content Creator dann irgendwie so What I Eat in a Day machen oder sowas und dann zeigen die im Dezember, wie sie sich für ihr Frühstück irgendwie Erdbeeren schneiden, dann denke ich mir dann auch immer so. Und wie gesagt, ne, ich kann das total nachvollziehen. Wie gesagt, also es kann ja nicht immer jeder auf alles achten, aber in meinem Auge sind das halt einfach so, oder in meinem Kopf sind es halt einfach so simple Sachen, auf die man achten könnte. Und andere denken sich dann vielleicht halt bei anderen Sachen so, boah, Nina, warum machst du das? Warum achtest du da nicht drauf? Aber das wünschte ich, dass es viel mehr irgendwie so normal wäre, dass man darauf achtet, dass man halt einigermaßen kauft, was saisonal ist. Mann, süß, Leute. Danke für eure lieben Worte zum Vlog. Das freut mich so. Diese Woche habe ich ja auch wieder gevloggt. Ich bin schon am Überlegen, ob ich das vielleicht noch schneide und doch noch am Sonntag hochlade. Weil normalerweise habe ich das ja jetzt für nächste Woche eingeplant, aber jetzt diese Woche würde kein Video kommen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Mal gucken. Und Blickhallöchen, ich spiele Planet Zoo. Hab leider keine eigene Küche und in der WG-Küche hängt ein uralter Bierkalender. Vielleicht tausche ich den mal aus. Ja, das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Isa, Hallöchen. Dafür sind aber getrocknete Erdbeeren eine Alternative, oder? Ja, genau. Oder gefrorene. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht, wie die gefrorenen Erdbeeren so produziert werden. Da müsste ich mich vielleicht auch nochmal drüber informieren, bevor ich hier irgendwen judge. Aber, ne, also ich sehe dann immer so Videos, wo Leute sich dann auch darüber beschweren, wie teuer Erdbeeren sind. Und dann denke ich mir so, ja, warum wohl? Warum wohl sind die so teuer? Und Anissa, Hallöchen, herzlich willkommen hier. Giraffen, ja, ja, wir haben Giraffen. Und wir arbeiten gerade daran, dass es alles noch ein bisschen natürlicher aussieht. Das ist alles irgendwie noch ein bisschen platziert ist. Ich habe letzte Woche die ersten Erdbeeren aus Österreich gekauft. Die waren zwar TK, aber hey, waren die ersten Erdbeeren. Ja, nicey. Also ich finde jetzt, dass halt, also... Ja, keine Ahnung. Das ist ja immer so, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, dann fällt einem das bei anderen dann immer auf, dass man sich so denkt, hey, warum beschäftigt die Person sich nicht damit so? Also warum, also ab wann Dinge halt saisonal sind oder so. Weil das für einen selber dann so selbstverständlich ist. Und das ist das, was ich vorhin auch bei der Doku meinte. Deswegen finde ich es auch mal immer interessant, mal so einen Einblick in ein anderes Leben zu bekommen. Genauso mit Wassermelonen, ja. True. Beim letzten Einkaufen haben sich so viele Leute über die Gemüsepreise beschwert. Wenn man einfach mal beobachtet, sieht man, dass die in ihrer Saison günstiger sind, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, viele Menschen haben sich halt einfach noch nie damit beschäftigt, wann welches Gemüse überhaupt in der Saison ist. Und natürlich ist es trotzdem so, dass alles teurer ist, weil ne, die Inflationsrate ja einfach gestiegen ist, beziehungsweise es hat sich ja, glaube ich, sogar schon wieder stabilisiert, meines Wissens nach. Hab mir den Saisonkalender bestellt, der sieht sehr schön aus, das freut mich. Viel Freude damit. Wo ich heute in einer Bücherei war und die Neuauflage der Safe-Reihe gesehen habe, nö. Ach so, im Bücherladen, ich dachte in der Bibliothek, oder was meinst du jetzt? Aber ist echt schön, ist echt schön gestaltet. Und sehr clever gemacht, jetzt so kurz vor dem Release von der Serie. Also ich glaube im Mai oder so kommt es raus, ne?
Ich habe es ja gar nicht gelesen. Meine Mama aber. Gestern noch 750 Gramm Erdbeeren für 6,99 gesehen im Laden. 6,99, die sahen aus, als ob die gerade direkt aus dem Labor gekommen sind. So richtig glänzend und akkurat. Ja, ich weiß, wie du meinst. Lustig. Meine Oma hat immer gesagt, Erdbeeren kauft man erst, wenn die, wenn der Laden nach Erdbeeren riecht. Ja, true. Das ist sehr wahr. Das ist auch, also oft sollte man auch von der älteren Generation, also an der älteren Generation sich ein Beispiel nehmen. Oft auch nicht, weil ich manchmal sehe, wie Senioren sich dann für jede einzelne Tomate eine Plastiktüte daraus nehmen. Da denke ich mir immer so, aber meistens haben sie eine bessere Einstellung als unsere Generation, beziehungsweise als die Boomer-Generation. Ein Hoch auf meine Mama, die im Lebensmitteleinzelhandel jahrelang auf Obst und Gemüse spezialisiert war. Da brauche ich nur nachfragen, was in der Saison ist. Quasi ein wandelnder Saisonkalender. Ja, sehr cool. Voll schön. Oder Leute, die sich mit, also im Garten sehr bewandert sind, die wissen dann auch immer, was gerade in der Saison ist. Saison. Garni, Hallöchen. Hatte heute früh einen Frauenarzttermin und bin danach auch ganz zufällig an der Buchhandlung vorbeigekommen. Bin jetzt 40 Euro ärmer. Oh Mann, ey. Ich war gestern verwundert, dass ich nur 15 Euro bezahlt habe. Also es war mit, also ich musste eine Tüte kaufen, weil ich keinen Platz mehr in meiner Tasche hatte. War ich verwundert. Also habe ich mir dann auch so gedacht. Das ist ja gar nicht so viel. Weil Bücher sind ja so extrem teuer geworden. Voll crazy. Was hast du dir gekauft, Lea? Also wenn du es erzählen magst. Also ich muss ehrlich sagen, bei vielen ist es mir total bewusst, dass es nicht klug ist, das außerhalb der Saison zu kaufen. Aber bei Gemüse wie Brokkoli habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Super strange eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich glaube, das geht uns ähnlich. Auch so Karotten zum Beispiel kaufen wir eigentlich all year long. Ist halt auch so ein bisschen Doppelmoral immer, ne? Aber ich glaube, dass es da trotzdem nochmal Unterschiede gibt. Aber ja, wir sind halt alle nicht perfekt, ne? Ich habe ein Bild von Alea bekommen. Oh hey. Oh hey. Ach krass, das ist von der Autorin von Force Wing, ne? Darf ich das erzählen? Und ich dann immer mit meinen einzelnen Äpfeln auf dem Kassenband, die Kassierer bekommen immer eine halbe Krise. Witzig. Achso, also, sie hat Drowning Souls von Ava Reed gekauft, The Things We Leave Unfinished von Rebecca Yarros und Hunting Souls von Tina Köpke. Sehr interessant. In meinem Heimatdorf kann man Erdbeeren selber pflücken, deshalb kaufe ich keine Erdbeeren im Laden, sondern nur, wenn es welche zum selber pflücken gibt. Ja, und dann weiß man ja auch, ah ja, sie wachsen gerade, wenn sie auf dem Erdbeerfeld verfügbar sind. Ja. Die schmecken halt auch viel besser, ne? Also ich kaufe eigentlich Erdbeeren auch nur an den Erdbeerständen. Obwohl es da mittlerweile auch so viel Scam gibt, weil so früh wie die Erdbeerstände aufmachen, also die machen wahrscheinlich schon wieder in 5 Wochen auf oder so, können die noch gar nicht hier auf dem Feld wachsen. Und White Shark, Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Witch Clara, Hallöchen. Haben mir letztens ein Buch von meinen Payback-Punkten gekauft. Besser kann man die nicht nutzen, finde ich. Ja, obwohl DM auch geil ist. Bei DM kann man sich das ja auch auszahlen lassen.
Schon geil. Ich habe gestern, ach so, habe ich auch noch nicht erzählt. Ich habe gestern endlich meine neuen Gläser bestellt für meine Brille. Ja, und dann hat er mir dann auch mal gesagt, dass meine Hornhautverkrümmung echt relativ stark ist. Ich dachte mir so, ja, ist doch nicht so viel. Erklärt dann auch, warum ich so schlecht nachts sehen kann. Und warum das immer so komisch mit der Brille ist. Weil ich dachte, das liegt halt an der falschen Sehstärke oder so. Aber liegt halt an der Hornhautverkrümmung. Auf jeden Fall habe ich die gestern gekauft. Haben 200 Euro gekostet, die Gläser. Und da habe ich nämlich auch habe ich Payback-Punkte gesammelt. Da habe ich so gedacht, ja, das lohnt sich, Hammer. Hab ein Erdbeerfeld gegenüber von meinem Zuhause, wie schön. Am besten selbst pflücken, macht Spaß, ist günstiger und frischer geht's nicht, ja, true. Ja. Haben wir zum Glück hier auch. Wenn wir im Sommer dann auch mal machen. Der Luki und ich. Man kann zwischendurch naschen, ja. Naja, auf jeden Fall sind die Gläser jetzt bestellt. Und jetzt dauert es 2 Wochen und dann habe ich endlich neue Gläser. Also dann werden die da in die Brille eingebaut. Und da freue ich mich sehr drüber. Weil das etwas ist, was ich schon sehr lange vor mir hergeschoben habe. Den Sehtest habe ich ja Anfang Dezember oder so gemacht. Und vegane Mortadella, hallöchen, wie geht's? Mein Hund hat sich jetzt 2-mal auf meinen Controller gesetzt und mich aus dem Stream gekickt. Ich würde sagen, dein Hund kriegt jetzt erstmal einen Bann. Nehmen wir doch die mal. Hab letztens eine elektrische Zahnbürste und Make-up-Entferner bei DM gekauft, war jetzt insgesamt nicht so teuer, aber durch die Coupons dann doch irgendwie 1640 Payback-Punkte gesammelt. Ja, ist schon... Also, das lohnt sich echt schon. Aber ich habe mir auch gestern... Also ich camp die ganze Zeit immer auf Too Good To Go, weil ich gucken will, wann ich am besten das Video mache. Also wann es immer... So, also ich mache gerade so eine Auswertung quasi, weil ich ja einen ganzen Tag halt Too Good To Go testen möchte. Man kann da ja so gut Geld sparen, ne? Also natürlich weiß man dann nicht, was da drin ist in den Tüten, aber so beim Bäcker, also was soll da Schlimmes bei rumkommen? Da gibt's ja nur geile Sachen. So, und ey, Hammer. Einfach richtig geil. Also ich finde das so cool. Ich hätte sogar eine Starbucks-Tüte ergattern können. Aber das war leider Dienstag und da stand dann morgen zwischen 19 und 20 Uhr abholen. Und das war halt beim Sims-Wochen, ne? Und deswegen konnte ich es dann nicht machen. Aber das schon... Obwohl, ich glaube, Starbucks ist auch eine der Firmen, die man gerade nicht so unterstützen sollte, ne? Aber das ist auch wieder so ein Ding. Wo fängt man an, wo hört man auf, ne? Es ist einfach schwierig. Lena, danke für die 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Bei uns gibt es fast nur Bäcker dabei. Also ich meine, bei uns sind es auch fast, also super viele Bäcker und Tankstellen. Aber es gibt auch sehr viele Cafés und sowas. Und Dönerläden. Das finde ich auch so krass. Also wenn Lukas und ich Fleisch essen würden... Und ne, wir würden Döner lieben. Da kannst du dann für, keine Ahnung, 3 Euro oder sowas, kannst du dann da Dönerfleisch retten und sowas. Burger und sowas kann man auch alles retten. Das ist so krass. Bei mir gibt es zwar auch Too Good To Go. Aber irgendwie bin ich immer zu langsam, wenn ich in die App gucke. Also bei mir steht da tatsächlich immer so, schau um, bla bla bla, nochmal vorbei. Also da steht dann, wann die das immer einstellen. So langsam wird's, Leute.
So langsam wird's. Ich finde Too Good To Go ja eigentlich ein total gutes Konzept, aber andererseits frage ich mich immer, warum das nicht einfach an die Tafel gespendet wird. Weil die Unternehmen dafür bezahlen müssen, wenn die Dinge spenden. Super bescheuert, willkommen in Deutschland. ja. Das ist the fact. Bei den Dönersachen bekommt man ganz oft die Antipasti. Oh, geil! Vielleicht versuche ich das doch mal. Aber dann haben wir hinterher so voll viel Dönerfleisch. Und dann wissen wir auch nicht, was wir damit machen. Ihr habt doch euren eigenen Kebab. Ja, true. Das ist wirklich sehr true. Und Agrarwachtel, Hallöchen. Nee, wir essen kein Fleisch. Herzlich willkommen, Insel Universe. Ich glaube, wir machen hier in den Mitte noch so einen kleinen Hügel. Die Tafel nimmt auch nicht alles. Ja, das ist auch krass. Wegschmeißen ist günstiger als spenden. Willkommen in Deutschland, ja. Das ist wirklich so dämlich. Also das ist wirklich was ich absolut nicht verstehen kann. Genauso, dass Containern illegal ist. Also, ich meine, das ist doch im Müll. Also Containern bedeutet, dass man eben die Sachen aus dem Müll von Unternehmen holt. Also Lebensmittel, die eigentlich noch essbar sind, werden dann weggeschmissen. Und man darf die aber nicht haben. Viel Spaß beim Meeting, Luki. Genau, klauen darf man den Müll auch nicht, so nehme ich. Die haben, glaube ich, ziemlich strenge Vorschriften. Meine Mutter arbeitet im Bioladen, das meiste nehmen die davon nicht, obwohl die Sachen noch gut sind. Das ist echt krass. Aber das ist es, ne? Also in Deutschland ist es halt auch nicht sehr einfach, Gutes zu tun. Als Unternehmen jetzt. Ist mir ein bisschen zu hoch. Aber der Müll gehört ja dem Supermarkt. Genau, stimmt. Das ist wohl sehr wahr. Mein Freund macht manchmal Foodsharing. Da bekommt man bei Supermärkten die Sachen, die sie an dem Tag wegschmeißen würden. Also was abgelaufen ist und so. Und das kostet dann gar nichts. Ja, crazy. Das ist auch cool. Das kann ich nur nicht. Agrarwachtel, du hättest mal eine halbe Stunde später in den Stream kommen müssen. Genauso Leute wie über dich haben wir eben geredet. Die einfach kein Verständnis dafür haben, dass man einfach jeden machen soll, lassen soll, was man möchte. Also wir lassen dich machen, was du möchtest und du lässt uns machen, was wir möchten. Dann wäre die Welt doch eine viel bessere, oder? Obwohl ich den Ansatz ja trotzdem sehr gut finde, dass du, was du sagst, aber... Ne? Wir können ja auch einfach das für uns entscheiden. Sheila, hallöchen, schön, dass du da bist. Hast du schon mal auf TikTok den gesehen, der in die Müllcontainer von Geschäften in Amerika steigt? Könnt ihr heulen, was der da an Waren rausholt. Ich habe das nur mal gesehen, was die auch so teilweise bei Sephora und so rausgeholt haben. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die ihre Ware zerstören müssen. Eben damit Leute, die Containern, keine gute Ware mehr bekommen. Da kriegst du echt zu viel. Da kriegst du einfach wirklich zu viel. Also das darf man wirklich niemandem erzählen. Wenn so Außerirdische kommen würden und dann würdest du denen das versuchen zu erklären, wie das System hier auf dieser Erde läuft, würden die auch nur denken, Alter. Celine, danke für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich habe letztens so ein Reel gesehen, wo die gezeigt haben, wie viel die wegschmeißen müssen, weil zum Beispiel Lebensmittel, die eigentlich in deinen Kühlschrank müssen, einfach irgendwo in ein normales Regal gelegt haben,
gelegt wird, wenn der Kunde das noch das doch nicht kaufen will. Ja, wenn die Kühlkette nicht eingehalten wird, dann muss das weggeschmissen werden. Deswegen, Leute, macht das bitte niemals. Also ich kann das sowieso immer nicht nachvollziehen, wie Leute einfach irgendwas so ins Regal legen. Klar, wenn man es jetzt super eilig hat, ne, und dann irgendwie sagt, oh scheiße, diese M&M's sind jetzt die falschen, kann ich irgendwo zwei Augen zudrücken. Aber gerade bei gekühlten Lebensmitteln oder, meine Mama arbeitet ja hinter der Fleischtheke, dass die sich Fleisch halt an der Theke holen, was so extra für die in diese Tüte gemacht wird mit dem Sticker und so, und legen diese Tüte dann wieder ins Regal. Also irgendwo, wo es ungekühlt ist. Oder noch besser, legen, also ist ja der Wille war da, aber legen das dann ins Gefrierfach. So nach dem Motto, ja, könnt ihr ja nochmal benutzen. Das ist einfach belastend. Als ich noch in der Gastro gearbeitet habe, haben wir das Essen, das nicht abgeholt wurde, etc. immer an die Obdachlosen die Straße runter verteilt. Ja, aber da muss man auch wieder aufpassen, weil theoretisch ist das, glaube ich, auch das gleiche Prinzip. Also als Unternehmen ist es einfach, also werden dir unglaublich viele Steine in den Weg gelegt, dass du halt einfach nichts Gutes tun darfst, quasi. Aber super cool, dass ihr das gemacht habt. Bei Too Good To Go sind auch viele Restaurants, die schnell verderbliche Gerichte, die die Tafel abends bis zum nächsten Tag so auch kaum lagern kann. Auch sind die Reste meistens auch viel zu wenig, um dafür mit einem ganzen Tafelkühlfahrzeug die alle abzuholen. Macht Sinn, ja. Insofern ist Too Good To Go eher eine sinnvolle Ergänzung zum Tafelsystem, also als eine wirkliche Konkurrenz meiner Ansicht nach. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Hast du sehr recht. Warte, was habe ich denn gerade nochmal erklärt? Was habe ich gesagt, dass ihr alle gesagt habt, das machen Menschen? Ich weiß nicht mehr, was damit gemeint war. Sorry. Ach so, mit der Fleischtheke, ja. Ja, stimmt. Ja. Also, das ist schon sehr lustig. Also, es ist nicht lustig, aber ich frage mich mal, was in den Köpfen von diesen Leuten abgeht. Mary, danke schön für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Mein Mann hat mal bei einer sehr bekannten Modemarke gearbeitet und musste im Lager alle Reklamationen mit einem Messer zerschneiden. Die Putzkraft wollte gerne für ihre Familie ein paar Teile haben, aber er wäre gekündigt worden. Es ist wirklich so krass, ne? Es ist so krass. Und das ist ja eben auch das Problem bei Rücksendungen. Also, ich meine, mittlerweile gibt es da stärkere Gesetze gegen und so, aber oft ist es trotzdem immer noch so, wenn man halt online dann, ne, weil es, also es gibt sehr oft, dass Leute halt sich dann, keine Ahnung, für 500 Euro Sachen bestellen und behalten dann Sachen im Wert von 50 Euro. Oft ist es für die Unternehmen leichter, diese Sachen dann einfach wegzuschmeißen, als neu aufzuarbeiten. Ähnlich auch war das immer bei Amazon. Ich glaube, wie gesagt, da gibt es jetzt auch mittlerweile mehr Gesetze, die das regulieren. Aber Reklamationen sind oft gleich Müll. Und deswegen, ne, versuche ich auch immer so ein bisschen zu predigen, dass man einfach bewusster mit seinen Sachen umgehen sollte. Das bedeutet nicht, dass man sich keine Sachen kaufen darf und, ne, also, wie gesagt, jeder kann ja sowieso machen, was er möchte. Aber ich finde einfach, dass wir alle so ein bisschen den Fokus verloren haben, gerade auch durch TikTok und Co. Ja, hier gibt's jetzt die neuen Lippenstifte und da gibt's jetzt das neueste Blush und ich brauch's jetzt noch in der 50. Farbe. Weiß ich jetzt nicht. Mary, schön dich zu lesen. Und Lisi, Hallöchen. Hier in Österreich gibt es auch oft Lebensmittel für einen halben Preis, wenn sie bald ablaufen. Ja, das ist bei uns auch so. Aber zum Beispiel, das habe ich auch, also als ich selber noch einkaufen war, habe ich selten sowas gekauft. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Lukas kauft das total häufig. Weil meistens konsumieren wir unsere Lebensmittel, die wir kaufen, eh innerhalb von 2 Tagen. So, also ich habe das immer schlichtweg ignoriert einfach, nicht weil ich es nicht wollte, sondern
einfach nicht geguckt. Obwohl da ja oft auch Sachen drin sind, die man halt sowieso kauft und konsumiert. Ja. Nika, hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Mein Onkel hat mal einen kaputten Joghurt getrunken, der eigentlich weggeworfen werden sollte. Er wurde gekündigt, war 40 Jahre bei dem Unternehmen. Ja, habe ich auch schon sehr oft gehört, dass sowas dann eben als Diebstahl gilt. Genauso, wenn meine Mutter jetzt zum Beispiel auf der Arbeit irgendwie da so Salat von dem, also die haben ja auch so ein paar Salate, die die dann dazu bereiten. Also so Fleischsalat und so. Wenn die das einfach essen würde, dann wäre das theoretisch Diebstahl. Retouren werden weggeworfen, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Also es ist nicht grundsätzlich immer so. Ne? Also das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also es gibt auch mittlerweile sehr viele, also man versucht aktiv dagegen, halt dagegen vorzugehen oder dagegen zu arbeiten. Aber es ist einfach ein Fakt, dass es für die Unternehmen oft halt günstiger ist, die Sachen einfach wegzuschmeißen. Und dass sie das eben auch machen. Und deswegen, ja, sage ich halt immer, ne, dass man einfach bewusster Dinge konsumiert. Und deswegen bin ich auch immer noch ein Fan von im Store einkaufen, weil wenn ich in den Laden gehe, dann habe ich die Auswahl von 10 verschiedenen Größen und kann dann anprobieren, was mir passt und muss nicht mir 5 Größen nach Hause bestellen und habe dann so ein Riesenpaket, was ja auch noch Ressourcen verbraucht quasi und alles. Und ich finde es so schade, dass der Einzelhandel ausstirbt. Und das liegt natürlich daran, weil das alles, also vieles davon auch nicht mehr zeitgemäß ist, aber beziehungsweise es im Internet dann günstiger ist. Ja, ich finde es halt einfach unglaublich schade. Und deswegen versuche ich einfach immer so ein bisschen wenigstens, ein bisschen dazu zu inspirieren, dass man halt bewusster mit Dingen umgeht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man bewusster kauft, wenn man es in person kauft und nicht im Internet. Ich kaufe auch Sachen kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Manches kann man auch einfrieren und vieles hält sich dann noch so lange über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, und das ist ja auch mindestens haltbar, ne? Nicht tödlich ab. Voll cool, ja. Wir sind Studenten und kaufen eigentlich vor allem die Sachen. Ja, und das finde ich super. Und gerade auch für Studenten finde ich sowas wie Too Good To Go auch so cool. Du hast mich so inspiriert, meinen Konsum zu reduzieren. Bin jetzt statt Shein auf Vinted unterwegs und es fühlt sich so viel besser an. Das freut mich so sehr. Ich kriege gerade Gänsehaut. Wirklich mega schön. Das ist wirklich mit eins der schönsten Komplimente, was man mir machen kann. Dass man halt einfach, dass ich Menschen halt zum Umdenken bewege. Und ich will euch gar nichts vorschreiben. Ihr könnt alles machen, was ihr möchtet. Und ne, ihr sollt euch auch niemals schlecht fühlen. Aber ich möchte einfach mehr dafür sensibilisieren, dass es immer halt Alternativen und Wege gibt. Und das ist total schön, weil es kann mir halt niemand sagen, ja, ich kaufe auf Shein, weil ich kann mir was anderes nicht leisten. Auf Vinted kosten die Sachen genau das gleiche wie auf Shein und vielleicht hat man dann da sogar noch bessere Qualität. Natürlich sind es gebrauchte Sachen, aber das heißt ja nicht, dass sie schlecht sind. Also ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht und ich weiß, dass es auch negative Erfahrungen gibt. Aber genauso gibt es auch negative Erfahrungen mit Shein. Also gerade Unternehmen wie Shein. Also ich habe letztens noch einen Beitrag gesehen. Shein alleine ist für, ich weiß nicht, wie viel Prozent der CO2-Ausstöße zuständig. Also es ist nicht so, dass es genau das gleiche ist, wie was man bei H&M kauft. Es ist einfach, es sorgt für so viel Umweltschaden, genauso auch Temu, weil das einfach in Mengen, in solchen Massen produziert wird und da wird eben, also da gibt es sowas wie Retouren nicht, da wird eben rigoros alles weggeschmissen, ganz zu schweigen von den Arbeitsbedingungen natürlich, ne? Das ist wirklich einfach das Schlimmste, was man tun kann. Und ne, ich verstehe, dass man eben sagt, so ja, ich kann mir aber nichts anderes erlauben, aber das ist das, was ich gerade meinte. Es gibt immer Mittel und Wege, also Vinted ist da so eine tolle Alternative. Ich denke mir das immer wieder. Ich habe gestern noch, was habe ich gekauft? Ich glaube ein Kleid. Wartet. Ja. Das Kleid habe ich gestern gekauft. Für 3,50 €. Okay, kam noch Versand dazu. Aber trotzdem,
Also. Brauche ich noch irgendwas dazu sagen? Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Clever denken. Ich suche jetzt nach Sommersachen, weil ich weiß, in ein paar Monaten sind diese Sachen halt alle total schnell weg und wollen dann halt, also ne, dann wollen natürlich alle diese Sachen kaufen. Und jetzt werden die dann da auch noch günstiger angeboten. Die Zeit geht so schnell um mit deinem Stream. Ich hab ja gleich schon Feierabend. Ja, wie schön, Josi, das freut mich. Es hat auch so viele Vorteile, man sieht, wie es wirklich aussieht. Man kann alles anprobieren. Ja, voll. Also ich denke mir auch voll oft, oh ja, jetzt ne, bestellst du dir nochmal neue Hosen oder sowas. Und dann bin ich so gestresst, weil ich nicht weiß, wie das alles aussieht und so. Und dann mache ich es doch nicht. Das Problem ist, als Mensch mit Übergröße bei Kleidung ist es nicht so leicht, etwas vor Ort zu kaufen. Würde das auch total gern machen. Aber die meisten Geschäfte führen nur normale Größen. Ja, das kann ich auch gut verstehen. Und das ist ja genau das Problem. Ne? Es ist halt alles nicht mehr so zeitgemäß. Beziehungsweise die passen ihren Einkauf halt immer an das, was halt am meisten gekauft wird. Also es ist ja genauso, wie wenn du in ein Sportfachgeschäft gehst und da denkst du so, okay, da kann ich jetzt ja auf jeden Fall Tennissachen kaufen. Ja, dann haben die drei Tennisoberteile so. Der Einkauf hat sich halt so an den Online-Verkauf angepasst, weil die halt denken, ja, das kaufen wir eh alle nur alles online, dass sie dann halt nur noch die Sachen im Laden haben, die halt wirklich auch regelmäßig gekauft werden. Ne? Das ist halt das große Problem. Und das kann ich natürlich total gut verstehen, dass das dann auch voll frustrierend für einen ist. Ne? Ich kaufe tatsächlich auch größtenteils nur noch Secondhand, wenn ich wirklich ein bestimmtes Kleidungsstück möchte. Immer, erst wenn ich das nirgends finde, dann gucke ich mal in der Stadt in Läden. Und tatsächlich fühlt es sich toll an, wenn man etwas dazu beiträgt. Meine Kosmetik ist nachhaltig, ich esse vegetarisch und jetzt das. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Ich finde auch, dass es enorm beim Weltschmerz hilft, dass man halt wenigstens so sein Bestes gibt. Ne? Und ich muss auch sagen, dass mir das so krass hilft mit dem... Also das, was heißt hilft, aber dass sich das halt einfach viel besser anfühlt, auf Vinted zu kaufen. Natürlich bedeutet das jetzt auch nicht, dass man da jeden Tag 50.000 Sachen kaufen soll. Aber es ist immerhin besser, als wenn man sich jeden Tag 50.000 Sachen neu kauft. Und nur weil man halt ne, sich für Secondhand interessiert, bedeutet das ja nicht, dass man ausschließlich jetzt nur noch Secondhand kaufen kann. Ne? Das ist halt auch wieder so ein Ding. Und ich mache das halt auch genauso, ne? Wenn ich jetzt da ein schönes Sommerkleidchen finde und so, freue ich mich da total drüber. Aber wenn ich im Sommer dann irgendein schönes Kleid im Laden sehe, dann kann ich mir das auch kaufen. Also es geht auch wieder hier um die Balance. Und das ist einfach in jeglichen Bereichen so. Ich shoppe seit Jahren nur noch in Secondhand-Läden oder den Schränken meiner Mutter und meiner Oma. Ja, die Sachen sind ja auch alle wieder trendy, ne? Hab bei Vinted meine komplette Erstausstattung fürs Baby gekauft, bin mega happy mit den Sachen, würde es immer wieder so machen. Ich habe gestern auch bei der ich das Kleid gekauft habe, die hatte auch ganz viele Babysachen, habe ich mir auch so gedacht, ey, wie geil einfach. Weil vor allem Babys wachsen ja so schnell aus den Sachen raus. Und ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo eine so gesagt hat, boah, ich würde niemals gebrauchte Sachen für mein Baby kaufen. Und ich denke mir so, warum? Weil wenn du das in die Waschmaschine machst und mit Hygienespüler, dann ist doch eh wurscht, wo es vorher war. Und vor allem, wenn du Sachen neu kaufst, die sind auch voller Chemie. Also, da auch wieder, ne? Jeder kann machen, was er möchte. Aber ich finde vor allem bei Babysachen oder Kindersachen, die so schnell wachsen, ist das doch so eine tolle Sache und es ist halt auch viel günstiger. Also es ist einfach nur eine Win-Win-Situation für alle. Und Elli, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über Nachhaltigkeit in der Modebranche. Spannend. Höre dir nebenbei zu, das ist wirklich so traurig, was ich hier alles lese. Kann die Seite Fashion Changer sehr empfehlen. Das ist eine Fachzeitschrift über Nachhaltigkeit in der Modebranche, die wirklich gute Informationen liefern. Sehr cool. Ein voll spannendes Thema. Sehr, sehr cool. Ich habe auch, ich habe gestern so eine Schale bei Primark gekauft, so eine Dekoschale.
Ich war da Ewigkeiten nicht mehr und die haben bei denen an der Kasse ist so ein Schild, dass die bis 2028, glaube ich, wollen die, dass alle ihre Kleidungsstücke aus recycelten Materialien sind. Finde ich auch sehr interessant. Also ich bin mal gespannt, was die Zukunft so bringt. Also ob die sich wirklich so alle an ihre Ziele halten oder ob das alles nur Greenwashing ist und so. Ich finde das sehr spannend. Alina, Hallöchen. Und Lina, Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Und Jana, danke für die 17 Monate. Vielen, vielen Dank. Bei uns gibt es vorne am Eingang eine Kiste, ach so, im Edeka, eine Kiste für Grünzeug. Ja, das kenne ich auch. Für die Kleintiere, ne? Finde ich voll cool. Meine Cousine sagt manchmal, dass sie ihrer Kleinen die Sachen nur einmal anziehen und dann ist schon wieder so zu klein. Ja, das ist ja wirklich so. Die wachsen ja so schnell. Und da finde ich das einfach nur Hammer, dass es dann sowas gibt. Dass man irgendwie auf dem Flohmarkt oder bei Vinted oder sowas halt die Sachen kauft. Also ich würde das nur so machen. Ich finde das so geil. Also was heißt nur? Ne, aber richtig schön. Hab Babykleidung nur Gebrauch gekauft. Da war dann zu 100% auch schon die ganze Chemie rausgewaschen. Genau, das denke ich mir halt auch. Ob man jetzt irgendwie Angst hat, dass da von dem Vorbesitzer irgendwas dran ist oder die Chemie aus dem Laden. Also ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Also da würde ich dann auch lieber wählen, dass da irgendwelche Bakterien noch dran sind, die man dann bei einmal waschen quasi rauswäscht. Also man wäscht es ja dann sowieso, bevor man es anzieht. Also ich finde es einfach top. Top, die Wette gilt. Möchte Vinted auch unbedingt mal für mich ausprobieren. Hast mich da sehr inspiriert. Das freut mich auch sehr. Also ich habe es ja auch erst dieses Jahr probiert. Ich bin da immer rumgetingelt und habe immer, also habe die App dann geöffnet und war dann irgendwie mal überfordert, weil dann erstmal dir ja auch alles angezeigt wird. Und dann habe ich ganz gezielt nach einer Sache gesucht und dann hat der Algorithmus langsam Gefühl dafür bekommen, okay, was gefällt ihr denn? Und jetzt liebe ich das, da durchzustöbern und zu gucken. Und oft mache ich das dann so, dass wenn mir was gefällt, dann gucke ich bei dem Verkäufer in die anderen Sachen, die der halt noch anbietet. Und schau dann, ob mir da halt noch was anderes gefällt, sodass man dann halt direkt zwei Sachen kaufen kann. Gerade so auch Basics, finde ich, kann man da so gut kaufen. Also hier diese ganzen Pullis, wo ihr mich immer fragt, woher ich die habe mit dem Kragen, auch der pinke Pulli. Das habe ich alles bei Vinted gekauft. Für 4 Euro oder so. Sophia Löchen, schön, dass du da bist. Ich kann auch Sellpy sehr empfehlen. Ja, aber da haben wir herausgefunden, das gehört zu H&M. Das ist natürlich jetzt nicht, also ne, kann man trotzdem unterstützen, aber finde ich wichtig zu wissen, dass es halt zu H&M gehört. Habe als Kind auch immer Sachen von meiner besten Freundin bekommen, weil ich kleiner war und die Sachen dann gepasst haben. Ja, ich habe auch immer die Sachen von meinen Cousinen getragen. Das war ja früher auch normal. Und ich glaube, ein Stück weit ist das auch immer noch. Aber ja, oft halt auch einfach nicht. Wo wir gerade über Vinted reden, habe gerade mein erstes Stück verkauft. Ja, wie aufregend. Sehr cool. Maxi, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab ein wunderbares Wochenende. Und es ist eben auch noch günstig. Genau. Es ist wirklich so günstig. Also ich bin oft, wie gesagt, dieses Kleid, hallo? So schön, da ist nichts dran. 3,50 Euro. What? Chiara, Hallöchen. Komm gerade aus dem Gym und esse jetzt eine Kleinigkeit. Mach das, das klingt sehr gut. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. So habe ich es letztens auch gemacht. Dann war das Problem, dass ich bei einer Verkäuferin alles toll fand. Dann habe ich 7 Sachen bei ihr gekauft für einfach nur 40 Euro. Sie hat sich so gefreut, dass alles weg war und ich habe mich gefreut, schöne neue Sachen zu haben. Hammer. Das ist ja wohl so geil. Und das ist genauso ein erfüllendes Gefühl, wie wenn man jetzt, oder sogar vielleicht sogar erfüllender, würde ich sagen, wie wenn man jetzt im Laden shoppen war oder keine Ahnung. Es ist einfach nur
toll. Und ich finde es auch immer voll krass, dass da halt auch schon so viele aktuelle Sachen drin sind, ne? Also auch so TV und sowas, das könnt ihr da alles kaufen. Und daran sieht man ja, dass die Leute einfach überkonsumieren. Also sie kaufen einfach und merken dann, oh, brauche ich eigentlich doch nicht. An sich finde ich sowas auch gut, allerdings bin ich da eher skeptisch, ob die Sachen an mir dann auch vernünftig sitzen. Jeder hat da so eine Problemzone, die nicht unbedingt betont werden sollen. Also ich muss auch sagen, ich habe bisher jetzt eben nur so Basics und sowas gekauft. Das Kleid ist jetzt auch das erste Kleid, was ich da kaufe. Und zum Beispiel Hosen würde ich da, glaube ich, auch nicht kaufen, einfach weil ich finde, Hosen müssen einfach 1A sitzen. Aber ich finde auch, also ich habe ja diese Hose von Abercrombie, ne? Und die ziehe ich fast jeden Tag an. Also sobald die gewaschen ist, ziehe ich die dann auch direkt wieder an. Und da brauche ich gar nicht 10 verschiedene Jeanshosen. Also ich finde, bei Hosen reicht das, wenn man so 3 richtig gut sitzende Jeans hat. Oder Hosen. Ich habe eigentlich nur die, die richtig gut sitzt. Die anderen sind so Stoffhosen. Und da finde ich es dann auch voll okay, ne, wenn man sich da dann eine qualitativ hochwertige, gut sitzende Hose holt. Und da muss man dann ja auch gar nicht die dann in Secondhand holen. Also ich nutze jetzt die, also Vinted vor allem da, wo ich, also dafür, wo ich halt weiß, das sitzt eh ein bisschen lockerer. So, das ist nicht wichtig, ob das jetzt super, also die beste Passform hat oder sowas, sondern dass mir das halt einfach nur wichtig ist, dass ich es optisch schön finde, weil der Fit halt sowieso so ist, dass es nicht auf meinen Körper ankommt quasi. Brauche auch noch ein paar Sachen für den Sommer. Du hast mich inspiriert, dafür mal Winter zu durchforsten. Ja, also ich kann das wirklich sehr empfehlen. Ich werde euch natürlich jetzt, ne, obwohl ich Gatekeeper ja nicht, deswegen. Das ist halt einfach schlau, jetzt nach den Sommersachen zu gucken, weil jetzt stellen das halt alle noch super günstig rein. Und das ist ja immer so, Angebot und Nachfrage. Natürlich sind die Sachen in 2 Monaten teurer, wenn dann alle für den nächsten Sommerurlaub shoppen. Und genau so ein Kleid, wie ich jetzt gekauft habe, habe ich letztes Jahr zu meinem Geburtstag gesucht. Weil ich habe ja dieses, also es sieht ja ähnlich aus wie dieses eine Kleid, was ich schon habe. Mit den Sonnenblumen drauf. Ich glaube, viele von euch wissen, welches ich meine. Aber das hat halt hier unten so ein riesen Loch. Und deswegen finde ich das halt nicht für jeden Anlass geeignet, weil das dann doch sehr revealing ist, sag ich mal. Und das Kleid hat das eben nicht. Und also genau so wollte ich das eigentlich zu meinem Geburtstag letztes Jahr haben. Hab's aber nirgendwo gefunden. Deswegen bin ich jetzt voll happy, dass ich für 3,50 € gekauft habe. Einfach cool. Ach, das haben wir ja extra dahin gemacht wegen des Lochs, ne? Aber passt auch so. Ist auch so gut. Wir geben unsere Kinderkleidung, die unseren 4-Jährigen nicht mehr passen, auch immer zu einer Freundin weiter, da ihr Kind etwas jünger ist. Und ich finde, manche Sachen sind eher noch nicht für die Tonne, absolut. Also generell, wenn ihr Klamotten halt abgeben wollt, schaut mal bei euch in der Stadt, ob es da nicht irgendwelche Frauenhäuser oder sowas gibt. Da kann man das auch immer super gut spenden. Diese Altkleidercontainer sind nämlich auch leider nicht so toll, wie man immer denkt, weil die da auch immer noch Profit irgendwie rausschlagen. Ich bin da jetzt auch nicht super informiert. Aber ich weiß, dass es auch nicht alles so toll ist, wie sich das immer zunächst anhört. Deswegen, wir haben hier Container bei uns von hier einer lokalen Einrichtung, einer sozialen Einrichtung. Und ja, da kann man das dann immer besser weggeben. Aber was ich auch noch sagen wollte, als ich jetzt zum Beispiel umgezogen bin, hatte ich ja auch, ich habe so viel Klamotten hier aussortiert, weil ja, mich sehr reduzieren musste vom Platz, weil wir uns ja jetzt einen Schrank teilen und ich vorher einen 4-Meter-Schrank alleine hatte. Und dann habe ich das halt alles auch in Säcke gemacht und Mama hat eine Kollegin und die hat 2, ich glaube, es sind nicht ihre Töchter, sondern ihre Nichten. Und die sind so 14 oder sowas. Ey, die haben sich einen Arsch abgefreut, weil da halt auch so voll viele Crop-Tops und sowas drin waren. Und die fanden das so geil. Die haben sich da so drüber gefreut. Ja, und dann habe ich mich natürlich auch darüber gefreut, dass die sich freuen, ne?
ob ich jetzt gerade auch mal auf Vinted stöbere, obwohl ich die Seite wegen der ständigen Werbung nicht mag. Also ich kann dir die Apps empfehlen, da ist gar keine Werbung. Also ich bin noch nicht drüber gestolpert. Also ich habe das noch nicht am PC benutzt, ich mache das immer am Handy. Und die App ist auch echt super. I like it a lot. Und wie gesagt, wenn ihr dann da einen Account angelegt habt und der Algorithmus dann ein Gefühl dafür hat, okay, was gefällt dieser Person, beziehungsweise ihr könnt ja auch angeben, meine Größe ist M und ich mag gern Kleidung von Bershka oder was weiß ich nicht alles. Und dann zeigt er dir halt da auch die, genau diese Sachen an. Generell Vinted-Werbung, die man überall sieht. Ach so, habe ich noch nie gesehen. Aber ich, ja, ich habe auf Twitch Twitch Turbo, auf YouTube habe ich YouTube Premium. Ich will ja immer keine Werbung. Deswegen werde ich auch nicht mit Werbung konfrontiert. Aber ich mache es auf die legale Art und Weise. Also, Adblocker ist ja jetzt nicht illegal, aber auf die Art und Weise, wo die anderen dann auch noch was von haben. Na toll, jetzt schaue ich auf Vinted nach einer neuen Lederjacke, anstatt zu arbeiten. Es tut mir leid. Aber immerhin, ne, schaust du auf Vinted und nicht auf Shein. Du hast keine Werbung. Ich habe bei Vinted auch am Handy Werbung. Ja, ach so, da unten, ja, okay. Also ich habe nur hier unten so einen Banner. Aber, also, sonst, also ich finde, also ich muss nie irgendwas wegdrücken oder so. Also ich finde die Werbung dort eigentlich sehr okay. Bei YouTube, okay, ja, gut. Immer mal so zwischendrin irgendwelche Anzeigen für Apps oder sowas, ja, krass. Nee, das ist mir bisher erspart geblieben. Und BS-Löwin, Hallöchen, Dankeschön für 43 Monate schon. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Achso, noch schnell reingehuscht. Na gut, dann will ich dich gar nicht aufhalten. Oder meinst du im Sinne von, dass du so spät kommst? Also wir sind noch ein bisschen hier. Ist das mit der Zahlungsmethode angeben sicher? Bei eBay habe ich das nicht, da verkaufe ich nur persönlich. Also ich habe tatsächlich jetzt nie was über das System gekauft, weil viele das auch einfach nicht mögen. Ich zahle einfach immer mit PayPal und bei PayPal hast du ja dann auch Käuferschutz. Ja. Aber ich bin ja auch noch neu im Business, ne? Ich kenne mich da jetzt auch noch nicht so krass aus. Nö. Geh mal wieder Sisi shoppen. Das ist auch eine nachhaltige Alternative zum richtigen Shoppen. Gibt es da sowas wie einen Warenkorb, wo ich mehr kaufen kann? Also wenn du halt bei einem Creator, oder Creator sage ich schon, bei einem Verkäufer mehrere Sachen hast, die du schön findest. Man kann das auch direkt über das System machen, aber das mögen halt irgendwie viele Verkäufer nicht. Antonia hatte mir das auch erklärt, aber ich habe schon wieder vergessen, wieso. Und dann kannst du ja einfach den, also ich drücke dann immer auf Frage stellen und dann schreibe ich immer, hey, kann ich den Cardigan und den Cardigan zusammen kaufen? Und dann sagen die, ja, kein Problem. Und dann frage ich, kann ich mit PayPal bezahlen? Dann sagen die, ja, klar, kein Problem. So. Meinte, weil ich erst arbeiten musste. Leider immer noch krank. Meine Kleine hat auch eine Bronchitis. Och, nö. Dann gute Besserung für euren Haushalt. Und ja, mir geht's sehr gut. Okay, ich weiß nicht, ob die Giraffen da jetzt noch über lang wandern können. Ich habe das ganz schön zugebaut jetzt, ne? Aber es sieht jetzt schon ein bisschen organischer aus. Ja, wir müssen jetzt mal auf Play drücken und mal gucken, wie die so wandern können. Okay, da kommen sie aber noch über lang. Platz ist auch noch weit, weit über ausreichend. Aber guck mal, es sind fast 1000 Quadratmeter weniger, dadurch, dass wir da jetzt ein bisschen gebaut haben. Aber du kommst noch überall lang, oder? Ja, sehr gut. Ich kaufe über Freunde, ja. Naja. Aber ich glaube, dann hat... Also, keine Ahnung, ob man das da auch zurückziehen kann. Ich glaube, das geht nur, wenn man
Dieses andere macht. Aber wie gesagt, ich bin auch noch nicht so drin. Mira, danke schön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ich finde schade, dass es so viele Fakes gibt, wenn man selber verkauft bei Vinted. Die wollen dann immer deine E-Mail haben und so ein Quatsch. Also da steige ich, also das, ne, da bin ich halt, ich habe da noch nie verkauft. Weil Vinted dann mitverdient, ist ja klar, die machen das nicht für umsonst und mit PayPal kannst du das halt umgehen. Ja, aber das zahlt man dann ja nochmal drauf, oder? Also wenn man, da steht doch dann immer mit, also für 1,50 Euro oder sowas, dann mit Vinted-Dingsbums. Dann logge ich mich da jetzt halt ein. Ja, ich will diesen Pulli, siehst du? Was halt auch noch wichtig ist, die Kleidung richtig waschen, vorsortieren, geeignetes Waschmittel nutzen, auf links waschen etc. Dann hat man auch viel länger was davon. Man kann auch schwarze Wäsche nachfärben, dann vergraut sie nicht so schnell. Ja, das ist glaube ich auch so ein Ding, ne? Dass viele halt auch, und ich muss sagen, da hat Lukas mich auch sehr zu inspiriert, dass viele Leute halt viele Dinge sehr schnell wegschmeißen. Und da habe ich, also würde ich mich komplett einreihen, dass das bei mir auch immer so war. Dass ich dann halt so dachte, nee, das sieht ja jetzt nicht mehr schön aus, das schmeiße ich jetzt weg. Also ich meine, wenn Lukas auch Socken in seinen Löchern hat, ne, dann tue ich die dann auch weg. Aber zum Beispiel bei dem Futternapf haben wir halt erst eine Mail an Schuhe geschrieben, ob man den Motor austauschen lassen kann und so, bevor wir einen neuen gekauft haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was halt so ein Problem ist, weil das ist genau das gleiche wie mit dem Retournieren-Ding. Wegschmeißen oft günstiger ist. Socken in seinen Löchern. Ja, Löcher in seinen Socken, sorry. Das Wegschmeißen oft günstiger ist, als Dinge reparieren zu lassen. Das sieht man ja am Handy. Wenn dein Handy kaputt geht, weil dein Akku kaputt ist, ist es meistens teurer, das ersetzen zu lassen, anstatt halt Neues zu kaufen. Und das ist halt wirklich problematisch. Und ich glaube, das ist auch so das größte Umweltproblem, was wir haben. Ich fände es voll cool, wenn man bei Planet Zoo auch die Farbe von dem Fels auswählen könnte, dass man so sagt, okay, da möchte ich jetzt das vom gemäßigten Bereich oder so haben. Hanna, hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's? How are you? Ich meine, die ziehen dem der Verkäuferin ein bisschen was ab. Ach so, ich dachte, das ist nur das, was man sowieso drauf bezahlt. Aber vielleicht war das auch nur mal so und es hat sich einfach etabliert über PayPal oder weil mittlerweile ja so Sachen von der Plattform aus ans Finanzamt gemeldet werden, um die rauszufischen, die das gewerblich machen, aber nicht angemeldet haben. Ja, das ist halt auch so eine Grauzone, ne? Ab wann ist das quasi dein Business? Also es gibt ja auch wirklich Leute, die kaufen Sachen oder kaufen Sachen in Secondhand-Läden, um sie dann da halt wieder teuer zu verkaufen. Und also wie will man das messen, ob das jetzt jemand halt gewerblich macht und dass man einen Gewerbeschein dafür braucht oder halt einfach hobbymäßig, ne? Voll schwierig. Also da will ich nicht die beamte Person sein, ne? Alina, hallöchen, wie geht's dir? War mal wieder schön hier, aber ich muss jetzt los den Mini abholen und dann genießen wir etwas die Sonne. Na, die macht das. Hab einen wunderbaren Tag. Schön, dass du hier warst. Ich bin schon viel happier mit dem Happier. Mit dem Gehege. Aber das hier stört mich echt noch sehr akut. Aber ich weiß nicht, wie wir das lösen sollen mit dem Glas. Also wir wollten ja gerne noch diese Bahn machen, ne? Also ich glaube, wir haben das ja sogar jetzt schon freigeschaltet. Ja. Dieses Bötchen hatten wir ja überlegt. Allerdings können wir das, glaube ich, nicht durch das Gehege machen. Oder? Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss darauf hat, wenn bei den Tieren hier oben steht, Gäste können Gehege betreten. Wenn da Nein steht, kann man da trotzdem so eine Fahrt durchmachen? Weil das weiß ich nicht. Ich hole mal ganz kurz mein Trinken. Ich habe nämlich Durst. Eine kleine Insel ins Wasser. Ja, ist auch keine schlechte Idee. Au. Oh.
Und Leni, Hallöchen, herzlich willkommen. My dad, look at me. Paprika und Frikadellis. Mmh. Angepackt. Und Apfel und Brot. Das sind übrigens auch die Frikadellen von Rügenwalder. Keine Butter heute, nee. Vielleicht packst du da einfach eine Schicht Steine auf das Glas. Mhm. Mhm. Touren kann man durch Gehege mit nicht gästefreundlichen Tieren machen. Okay, das ist ja sehr gut zu wissen. Danke für die Info und herzlich willkommen hier. Und Sophie, Hallöchen. Mhm. Aber wahrscheinlich gilt das trotzdem nicht als Begrenzung, oder? Also ist das eine natürlich, also ist das eine Barriere, wenn wir jetzt hier quasi, ups, wenn wir jetzt hier quasi so die Tour lang machen würden, gilt das als Barriere? Also können die Tiere das überwinden? Nein. Im Sinne von, gilt nicht als Barriere, oder? Ich meine, wir können es auch einfach ausprobieren. Ne? Was halt jetzt ein bisschen ugly wird, wir müssen halt, also weil hier ist ja jetzt noch gar nichts, das heißt, wir müssen hier so einen richtig langen Weg einfach bis hierhin führen, wo die dann die Tour beginnen, oder wir machen das lieber hier. Hm. Wir testen das jetzt mal, Leute. Ich habe das erst einmal oder so gemacht, wir müssen mal Eingang links. Ah. Mhm. So, also. Erstmal Eva, danke noch für die 46 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Welti, Hallöchen, danke schön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halt dich gut fest, schneide dich an. Dein Raketenmodus startet in Kürze. Und Sandra, danke schön für die 25 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Herzrasen, Hallöchen, schön, dass du da bist. Thanks a lot! Gilt nicht als Barriere. Die Tiere können auch zum Beispiel auf Schienen drauf, drüber, wenn man einen Zug oder 4x4 durchs Gehege zieht. Okay. Aber eigentlich müssten die da doch nicht rauskommen können, oder? Wir testen das jetzt mal. Wir machen mal hier Teststation. Okay. Mhm. Oh mein Gott, das ist wie Planet Coaster. Oh, schön macht ihr das. Sehr schön. So. Ja, können die einmal geradeaus fahren und dann fahren wir ein Stück hier rüber. Noch ein Stück hier rüber. Ach so, ja, weil da, ja, mhm. Es kann ja jetzt gar keine Barriere sein, weil die ja, also weil, gut, weil das ja nicht so ein Einstieg ist wie hier. Also da sind ja gar nicht solche Dinger. Okay. Dann führen wir das jetzt einfach mal da lang. So. Okay, das ist dann zu nah. Dann müssen wir nochmal zurück. Ich gucke deine Videos immer auf YouTube, aber heute bin ich auch endlich mal dabei. Wie schön, dass du hier bist. Freue mich sehr. Ich hoffe, dir geht's gut. Freue mich schon so auf den Frühling und Sommer, kann ich gar nicht in Worte fassen. Geht mir genauso. Ich finde es so krass auch, was... Also Frühlingsgefühle sind halt einfach... Also das ist halt einfach so true, weil ich finde, man wird so von so Endorphinen durchströmt, wenn man sieht, wie schön das Wetter draußen ist und dass die Blumen blühen und die Knospen an den ganzen Pflanzen wieder sich... den Weg ins Leben zurückkämpfen und ach, das ist einfach nur toll. Ich lieb's. Ich lieb's sehr.
Ich habe es heute das erste Mal, dich live zu erwischen. Liebe deine Planet, so wie dies auf YouTube. Ja, wie toll, dass du hier bist. Und dann lässt du auch noch direkt dein Primey hier. Vielen, vielen Dank. Warzenschweine und Kaffernbüffel legen sich zum Beispiel mit Vorliebe auf die Schienen und die Touren müssen dann warten, bis die Tiere sich wegbewegen. Aber wie süß. Voll schön. Ja, da haben wir dann ja jetzt noch eine Mauer quasi, dass die da nicht lang können. Wahrscheinlich sagen die eh alle, man kann ja gar nichts sehen. Aber egal, Pech. So, und dann fährt man fröhlich zurück. Vielleicht können wir hier drinnen ja sogar noch irgendwie die Schwäne oder so reinmachen, obwohl ich ja gesagt habe, dass wir das eigentlich nicht machen mit den Schwänen, weil die hier einfach... Oh, egal. Also das können wir ja hinterher auch nochmal überarbeiten. So, machen wir vervollständigen. Super. Okay, das finde ich ja toll. Das hat ja ganz hervorragend geklappt. Was heißt das hier? Achso, Jetzt haben wir natürlich nur ein Boot. Ups. Zurück. Oder kann man auch trotzdem mehrere Boote einstellen, wenn man nicht mehrere Stationen hat? Mal, wir testen, ne? Kein Strom, das ist natürlich... verstehe. Verstehe. Kann man hinterher einstellen? Okay. Oh, jetzt habe ich ja voll viel geschrieben. Wie konnte das denn passieren? Lieb's gerade auch so sehr, überall Knospen zu sehen und Blüten. Ja, es ist so schön, ne? Echt so, ich merke das auch richtig, dass ich viel bessere Laune habe, viel mehr Energie habe und motivierter bin. Das ist auch einfach so. Und ich glaube nicht, dass das nur am Vitamin D liegt. Oh, Debbie, danke noch für die 27 Monate. Vielen, vielen Dank. Heute meine Katze mit einem Kater beim Toteln erwischt. Mal schauen, ob es daraus Kätzchen entstehen. Ich würde mich freuen. Oh Mann. Ja, da musste ich jetzt eigentlich auch wieder die Moralapostelkeule schwingen. Aber ich mach's nicht. Ich reiß mich zusammen, Leute. Ich reiß mich zusammen. Ich freue mich für dich, wenn es Kätzchen gibt. Aber vielleicht denkt ihr danach über eine Kastration nach. Ich finde, Katzen sehen immer so unbeholfen beim Geschlechtsverkehr aus. Weil es ist ja auch irgendwie, tut denen das ja, glaube ich, weh, weil die Männchen irgendwie wieder Haken an den Lorry haben oder irgendwie sowas. Reicht eine Plattform, Booteanzahl kannst du einstellen. Okay, perfekt. Es gibt Bootstouren, ja, richtig cool. Dann müssen wir aber jetzt, das sieht halt so ugly aus, ne? Dann müssen wir jetzt die Leute hier rüberbringen und Strom einbauen. Nono-Blümchen, Hallöchen. Und Selina, welcome back. Und Debbie, auch Hallöchen im Chat. Schön, dass du da bist. War das nicht bei Hunden? Nee, ich glaube, bei Katzen ist das auch so. Also die sehen zumindest auch nicht so fröhlich aus, wenn die Liebe machen. Ja, aber sollen wir dann jetzt einfach einen Weg hier rüberführen? Ich meine, wir können dann den Zoo ja auch einfach da weiterführen. Wir müssen es ja nicht da machen. Wir können das ja auch hier rund um den See dann erstmal weitermachen. Müssen wir nur mal gucken, wie das da mit unserer Höhle da oben ist. Aber ist ja eigentlich auch ganz... Oh, wir speichern mal, ne? Ist ja auch ganz geil, wenn man quasi über den Berg geht, dann kann man ja nochmal aufs Gehege gucken. Sogar nur bei Katzen so, die schreien ja dann auch richtig. Oh Gott, Hilfe. Hilfe! Tut mir leid, dass ich jetzt gerade schon wieder... Moralapostel gemacht habe. Ich kann es mir immer so schwer verkneifen. Weil viele Leute wissen ja auch nicht, also meinen das ja auch gar nicht böse. Ich meine, ich wollte früher auch immer, dass
es überall Katzenbabys gibt. Aber es gibt halt schon so viele Katzen auf der Welt. Ich sage auch immer, dass die Babys von Amai oder Ewa wirklich sehr süß wären. Bin ich mir sehr sicher. Aber sie haben keine Gebärmutter mehr. Nicht lustig, aber schon lustig. Schon gut so. Aber ich glaube, die würden sehr süße Babys geben, die zwei. Also nicht zusammen. Also ist ja auch egal. The Late Boy, dankeschön fürs verschenkte Sub an Ellie. Vielen, vielen Dank. Vielleicht in der Mitte des Sees eine kleine Insel, nur für Enten oder Schwäne. Schon süß, ne? Vielleicht, ja. Ist tatsächlich auch so, dass die Katze nach dem Akt anschwillt, damit halt kein anderer Kater ran kann. Ach du Scheiße, ey. Ach du heiliger Strohsack. Nee. Da würde ich dann auch einfach abstinent leben, oder wie das heißt. Würde dann in das Katzenkloster gehen. Ich habe Geschlechtsverkehr abgeschworen. Anyline, Hallöchen, herzlich willkommen. Sei froh, dass deinen Mäusen das nicht mehr passieren kann, ja, ehrlich. Das ist echt nicht schön. Also ich wusste, dass es ein bisschen kacke ist, aber ich wusste nicht, dass es so ist. Heidewitzka. Oh Mann. Mimi klärt uns auf. Die, die, die. Oh. Wusstet ihr, dass Pandas zum Beispiel zu faul zum Knicki-Knacki sind? Ja, deswegen sind die doch auch vom Aussterben bedroht, ne? Weil die so unbeholfen sind und zu faul zum Fortpflanzen sind oder so. Das ist dann natürlich schon belastend. Die könnten dann mal sich eine Keule abschneiden. Eine Scheibe. Eine Keule. Schneidet euch eine Keule ab. Mann, das ist doch jetzt schon wieder alles so steil hier. Dann mache ich da jetzt eine Treppe hin. Und dann nochmal so ein bisschen. Nee, machen wir doch noch einen. So. Ja, ich weiß, ihr würdet alle wieder meinen Zoo nicht besuchen kommen. Aber das ist hier der Bergische Zoo, Leute. Guck mal, I'm on top of the world, ey. I'm on top of the world, ey. Vielleicht können wir hier oben ja echt nochmal so eine Plattform, also so eine Aussichtsplattform machen. Die chillen einfach lieber, ja. Puh, kann ich auch verstehen. Caro, Hallöchen und Björni. Hallo. Das war heute nochmal eine ganz andere Oktave, ne? Ja, das ist natürlich jetzt hier die Frage. Wie machen wir es? Nee, stopp. Stopp. Schon weit. Den Weg, den man hier dann so wandern muss. Aber da müsst ihr durch, Leute. Da müsst ihr durch. Ganz neue Töne hier, ja, oder? Das Wuppertal und Stuttgart muss man auch im Bergsteigen gehen. Eben! Also, der Wuppertaler Zoo war immer so unser Go-To-Zoo früher. Also danach bist du auch erledigt. Brauchst du kein Workout mehr. Stuttgart war ich jetzt noch nicht. Eieiei. So ist das halt jetzt. Ne? Der Bergische Zoo ist doch der Wuppertaler Zoo, oder? Komm, waren wir alle früher im Wuppertaler Zoo, oder was? Es ist ein naturnaher Zoo und in der Natur sind Berge und Hügel. So nehme ich. So, und warte mal, wie geht das jetzt mit dem... Muss man da eine Warteschlange dran machen? Wahrscheinlich, ne? Ach, das ist der Weg. Aha. Hä? Wo... Hilfe. Leute, wie geht das? Wie geht das?
Hanni, viel Spaß beim Bouldern. Und sie, ja, Hallöchen. Ich brauche Hilfe. Aktive Hilfe brauche ich, Leute. Doch mit einer Warteschlange. Hör auf. Und dann hier. Nee. Also da kann ich den Dings verändern. Die Farbe. Bei dem. Bearbeite die Station. Das hier? Oder muss das Bearbeitungsmenü von den Schienen? Also doch. Dann? Da sind jetzt Wege, also die mit den Pfeilen. Das hier? Nee, das sind doch Markierungen. Sorry, dass ich mich gerade so doof anstelle. Aber dafür habe ich euch ja, ne? Bitte zurück. Okay. Das hier? Ja. Ja, aber das ist doch die Station, oder nicht? Also das habe ich ja schon gemacht. Also das habe ich ja schon da drauf platziert. Also das habe ich ja schon platziert. Das ist ja das hier. Musst was auswählen und dann platzieren, wo ein Ausgang. So, ich dachte, das ist doch. Aber das hier ist doch der. Also ich habe doch alles rechts gemacht. Und das ist doch rechts, oder? Bin ich jetzt gerade doof? Ihr wisst, ich habe eine rechts-linke Schwäche. Das heißt, eigentlich müsste ich das doch irgendwie hier verbinden können, oder nicht? Der Eingang und Ausgang sind dann im Endmenü nicht in der Schienenbearbeitung. Ja, da arbeitet der Mitarbeiter, genau. Also in dem Menü meinst du? Ach, guck mal, hier kann man jetzt aber einstellen. Ui. Wow! Entschuldigung. Und da arbeitet der Mitarbeiter. Soweit habe ich es verstanden. Aber wie kann ich jetzt hier Weg dran platzieren? Das ist das. Oben rechts irgendwo Ausgang platzieren. Okay, also wie bei Rollercoaster und sowas. Wege machst du erst, wenn du den. Okay, also ich muss es doch noch setzen. Okay, verstehe. Das war die Information, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Aber eben stand hier doch auch noch mehr. Warum ist das jetzt auf einmal alles weg? Werd den Donnerstrich und Faden verarscht. Yoshi, Hallöchen oder Lederbanane, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Also nicht von euch, sondern vom Spiel. Ja, hat keinen Strom, verstanden. Ich glaube, wenn du Strom hast, hast du mehr Auswahl. Ja, aber das war ja eben, also eben stand da ja mehr. Eben war hier, gab es hier mehr Auswahlmöglichkeiten.
Schiene bearbeiten, bewegen. Hm. Musst bei dem Haus auf das drücken, wo Station 5 steht, und dann müsstest du bei dem Haus. Ronja, vielen Dank. Ah! Eingang? Das habe ich nämlich gerade gesucht, weil das stand da ja eben noch. Ausgang. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, das war jetzt stressiger, als es sein musste. Also vielen Dank für eure Hilfe, ihr Lieben. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Warte mal. Ich möchte doch noch mal ein Stück zurück. Oder wollen wir doch eine Warteschlange da dran machen? Ja, aber guck mal, ich kann irgendwie immer noch nichts damit verbinden. Fahrgeschäfte sind meine absolute Nemesis in dem Spiel. Also, kann ich gar nicht verstehen. Elena, danke schön für die 38 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Das ist ein Mitarbeiter. Oh ja, du hast recht. Wenn ich euch nicht hätte, ne? Ja, machen wir diese... Oh, warte mal. Das möchte ich auch. Nee. Machen wir die Holzplanke. Machen wir die hier. So. Dann haben wir hier eine Welteschlängi. So. Zack. Und... Es wäre natürlich schöner, wenn da das dann auch wäre. Leonie, danke schön für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Frage... Ist es schlimm, wenn man da eine Warteschlange beim Ausgang hinmacht? Also, oder können die denn da nicht langlaufen? Ach so, kann man gar nicht machen. Okay, Frage hat sich erledigt. Aber gibt es die... Nein, gibt es nicht. Das ist natürlich, doch, hier. Never mind. Warte mal, wir machen das mal kurz nochmal weg. Machen das nochmal mit dem Winkel hin. So. Das ist unser Weg, ne? Yes. Oh, Leute. Profimodus. Annalena, Hallöchen. Good day. Und Blackhead, mach's gut. Hab ein wunderbares Wochenende und ganz viel Spaß bei deinen Eltern. Wollten wir nicht auch mal so einen Zug durch den Zoo machen? Steht der Plan noch? Josi, wenn du mich mal besuchen kommst, dann darfst du... einen Zug durch den Zoo bauen. Das ist dann meine persönliche Aufgabe für dich. Freust du dich? Okay, das ist alles ein bisschen kacke. Mach es anders. Ja, wie? Eingang mit Weg verbinden. Also, verstehe. Okay. Das ist ja hässlich. Ich möchte... Fehlgeformter Wegabschnitt. Ich gebe dir gleich fehlgeformt. Wir haben es gleich, Leute. Ist das jetzt deren Ernst? Das ist ja so hässlich. Da oben steht, dass wir ein Savannengehege bauen. Naja, aber das gehört ja zu dem Gehege. Ist schon okay. Ist schon okay. Okidokidoki. Ist das. So. Boah, wie hässlich. Das ist ja so hässlich. Wäre schon lustig, so ganz ohne Erfahrung ins Spiel. Ja, also ich würde es gern sehen. Machen wir das so. Wir machen es so. Warte mal, und... Wir müssen mal warten, ne? Ey,
Nee, das ist einfach der, ja, das ist hier so ein Natural Weg, weil man hat dann so die Natural Experience, so. Das ist doch schon mal gut. Aber dieser kleine Hügel hier, ich weiß, das wird mir jetzt wieder das Genick brechen, aber das soll ein bisschen... Nur ein bisschen, sagte sie und macht auf 100%. Ich bin eine lustige Frau. Und manchmal auch eine lustige Sau. Okay, sieht aus wie ein Unfall, aber wenn wir da erstmal ein bisschen was platziert haben, dann wird alles gut, Leute. Wir brauchen jetzt einen Baum. Der wächst hier. Guck, alles schon besser. Und jetzt hätte ich gerne, das sind das die, ne? Vielleicht so ein. Wie wäre es mit einer Hütte? Das ist natürlich auch eine Idee. Könnt ihr durch? Nur so sehen die sich nämlich nicht. Das ist die Devise. Die dürfen sich nicht sehen. Stich, Hallöchen, herzlich willkommen. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Maxima, Hallöchen. Hättest die Warteschlange ja geradeaus mit dem grauen kleinen Weg bis an den Weg. Stimmt. Naja. Ihr wisst doch. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ist mein Motto. Count to ten. And open up my eyes. So, ihr lieben Leute, hier ist ein Busch. Wir müssen natürlich dann da auch noch so einen Bereich machen, wo die Leute sich hinschillen können, die auf die anderen warten, die Angst vor Boten haben. Vor Postboten zum Beispiel. Warum bin ich denn so witzig, fragt man sich. Noella Löchen, herzlich willkommen. Durch dich habe ich auch angefangen, Planet Zoo zu spielen. Wie schön. Freut sich. Ja, da freut sich jemand ganz doll. Und der jemand bin ich. Jetzt habe ich mir ja mein Haferflocken verschluckt. Ja, das war auch ein Mordversuch, tatsächlich. Entschuldigung, ich höre jetzt auf. Hier ist es sehr warm drin, wisst ihr? Ich weiß auch nicht, warum es hier so warm drin ist. Vielleicht könnte es daran liegen, weil die Heizung auf volle Pulle ist. Count to ten and open up my eyes. Gebt gerade meiner Katze eine Kopfmassage. Das Leben ist einfach toll. Das klingt sehr schön. Hast du schon gewusst, dass Planet Zoo auch auf die PS5 kommt? Ja! Planet Zoo kommt für die Konsole. Also auch für die Xbox. Das ist ja ganz schön toll. Für die Switch aber nicht. So. Ja, wie gesagt, es ist halt ein langer Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und dann können wir ja hier noch so ein Klohäuschen und so hinmachen. Warte mal, haben wir nicht hier hinten eins gebaut? Yes. Ah, das war ein vorgefertigtes. Egal. Obwohl, hier können wir eigentlich ein großes Klo hinmachen. Hier können dann die Leute hin, wenn sie mal richtig kacken. Ich weiß nicht, also ich glaube, jetzt ist es hier drin zu warm. Da driftet das dann einfach ab in meinem Hirn. Melanie, Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich wollte heute noch ins Gym, aber ich bin einfach so müde. Bin gerade im Praktikum und schaffe es dadurch so selten, weil ich abends immer so fertig bin. Kann ich sehr gut verstehen. Aber meistens ist es ja so, dass man sich danach viel besser fühlt. Also das ist ja dann auch vitalisierend. Ich war heute Morgen auch sehr müde und dann haben wir noch ein bisschen Yoga gemacht. Das ist natürlich auch
nicht so an. Also, es war Entspannungs-Yoga. Natürlich nochmal was anderes als ins Gym zu gehen. Aber es tut schon sehr gut. Okay, der Baum muss gleich mal umziehen, glaube ich. Dann können wir das Klo nämlich richtig schön. Nur logisch, von der schönen Bootsfahrt noch kurz Geschäfte erledigen, sonst kann man das Erlebnis nicht zu 100% genießen. So nehme ich. So nehme ich Jolini. Hallöchen, wie geht's? Stellt's mir auf der Konsole mit dem Wegen Horror vor, wenn es auf dem PC... Ja. Das wird belastend. Aber wenn man das gar nicht auf dem PC spielen kann, ist das natürlich trotzdem eine tolle Alternative. So, jetzt müssen wir jetzt hier hinten aber noch einmal in den Berg rein. Wir müssen Strom verlegen, Leute. Seid ihr ready für eine Buddeltour? Miau. So. Ja, passt schon. Vielleicht ein bisschen mehr rein. Okay. Dann einmal Strom. Hier. Alles super bei mir. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Ja, wie schön. Das freut mich. So. Senvinize Weg. Das ist ein Mitarbeiterweg. Und Senvi came right out of the hole. Und dann können wir das wieder hier so noch ein bisschen hier rüberziehen. Nur nicht ganz so hässlich. Ich glaube, ich mache mal hier ins Fenster auf. Ey, hier ist so eine stickige Luft drin. Immer richtig Angst vor den Fenstergriffen, weil da kriege ich immer einen gewischt. Oh. Hab mir einen neuen Schlangenring geholt, der kam gestern an, der ist so wunderschön. Das klingt sehr, sehr cool. Ganz viel Freude mit deinem neuen Ring. Bei uns sind es gefühlte 20 Grad. Also ich glaube, draußen ist es auch so. Also hier drinnen ist es schon richtig heiß, weil die Sonne halt die ganze Zeit hier drauf scheint. Wahrscheinlich ist es dann draußen auch so warm. Also, gefühlt, ne? So, jetzt haben wir da ja Strom. Das müsste ja passen, ne? Das ist eine Lüge. Oh. Huch. Okay. Umbaumaßnahmen. Umbaumaßnahmen. Wir müssen halt... Das Problem ist... Hier ist halt die Höhle von den Tieren. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt da buddeln, dass wir dann auf einmal im Zebragehege stehen. Okay. Wir gehen jetzt einfach hier ein Stück rüber. So. So. Oh. Haben wir da was aufgebuddelt? Nee. So. So. Oh. Zurück. So müsste dann ja jetzt gut sein. Oder? Komm mit. Du bist jetzt... hier. Zack. Weg.
Okay. Leute, seid ihr ready? Seid ihr ready? Heute ist so wundervolles Wetter. Ich setze mich später wahrscheinlich noch ein Weilchen raus. Ja, das klingt richtig schön. Ich glaube, den Kochstream werde ich gleich auch von draußen genießen. Ich habe gleich noch einen kurzen Call und dann... Ach. Fahre ich auch nach Hause. Yeah! Okay. Yeah, Leute. Yeah! Los geht's. Also, das müsste ja jetzt... Können wir jetzt öffnen. Süß! Süß, das hat Musik gemacht. 3 Boote reichen, oder? Oder brauchen wir mehr Boote? Wie aus? Vielleicht 5. 5? Oder ist 5 viel? 3 reichen? Dann machen wir 4. Und dann machen wir auf. Hier wird nicht getestet. Angelina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, Leute, kommt hier jetzt hin. Hier gibt es tolle Sachen. Zur Eröffnung gibt es das auch umsonst. So, kommen Sie. Zu dir, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Mehr als 3, weil sie so langsam fahren. Och nee, der Julian stirbt bald. Und Iman Musumak ist auch gestorben. Julian, unser Boy. Jetzt ist er vereint mit Kiana. So, liebe Leute, bitte beeilen Sie sich. Wir wollen Boot fahren. Also mit Ihnen. Kommt. Das wird ja jetzt was, ich glaube. Ich glaube, da kommt nie jemand hin. Währenddessen sterben die Tiere. Genau, das wollte ich mal ganz kurz gucken. Tier einstellen. Ja. Komm, machen wir auf 2. Dann leben die Tiere länger. Das ist doch schön. Dann sterben die weniger. Ja, und da muss man jetzt hier, also die Geflügelpest, Mensch. Naja, ihr macht das schon, ne? Gute Mitarbeiter. Kompetent. Vielleicht noch ein Motivationsessensstand. Das ist schon eine gute Idee auch. Weil irgendwie fühlen die sich von einem Klo noch nicht so motiviert. Aber mal kurz wissen, was die hier oben denken. Hier ist es unglaublich. Guck mal, die sind schon seit 10 Monaten hier. Guck mal, die finden das richtig toll. Okay. Ja, dann machen wir jetzt hier noch... Also, na, wir machen das alles noch schön. Das ist jetzt wirklich ein Unfall alles. Die fahren ja schon, die Bötchens. Hä, ist da jemand drin? Nee, ist ein Reifen. Warte, wir müssen mal ganz kurz... Oh. Oh. Guck mal, wenn man dann hier so sitzt und dann... Oh, guck mal, das ist eine Giraffe. Toll. Hä? Was bist du denn? Achso. Berg. Och, das ist ja schön. Och, schön. Ich sehe aber gar keine Tiere. Scam! Hier sind gar keine Tiere. Ich sehe nur Menschen. Hä? Hier sind wirklich keine Tiere. Hallo? Da, Zebras. Ich sehe Zebras. Hä, wie schön. Das ist ja richtig cool. Ey, wenn die das nicht lieben, wirklich, ich schmeiß die alle raus. Ich schließe meinen Zoo. Ich schließe meinen Zoo und habe nur noch geöffnet für die Tiere. So, möchte jetzt hier vielleicht noch jemand hier hinten hinkommen? Das wäre doch auch was Tolles. Eine kleine Bootstour wäre schon nice. Also, das ist schon toll. Also, wer da nicht hinkommt. Die Gerda. Die Gerda. Guck mal, wie sie sich abschlecken im Busch. Die paaren sich. Hat nicht geklappt.
Ah, ich glaube, der hat auch nicht so eine gute. Der Georg hat nicht so eine gute Fruchtbarkeit. Ach doch, 80%. Gerda, ich würde sagen, dann liegt es an dir. So, jetzt kommen wir, brauchen wir Eis. Wir brauchen eine Eisstation. No rain, no flowers. Wow, das sieht ja auch mega geil aus. I love it. Wo ist der African One? Hä, haben wir das noch nie erforscht? Ach, da oben. Gut, gut. Nalumi, Hallöchen. Bin irgendwie dafür, dass da noch Krokodile hinkommen, wo die Boote fahren. Also sag mal, was möchtest du denn damit jetzt ausdrücken? Was möchtest du damit jetzt hier ausdrücken, frage ich mich. Vielleicht machst du auf der Mitte des Weges noch ein Tiergehege. Ich glaube auch, dass wir da noch irgendwie was mit einbauen können. Ah, die brauchen mal so ein bisschen Anstehweg auch, ne? Sammy, Hallöchen, herzlich willkommen. Und Anni Zoo Business läuft wie immer natürlich ganz fantastisch. Wir müssen die nur gerade ein bisschen motivieren, weil wir wollen einen Eisstand. Weil die wollen sonst nicht Boot fahren. Ice Cream. Let's go. So. Also jetzt, also wenn ihr jetzt nicht, also wenn die jetzt nicht dahin kommen, ne? Was ist, sag mal, die sterben alle. Könnt ihr mal aufhören zu sterben? Javon, bitte nicht sterben. Oh, ich freue mich, das ist so cool. Also ich meine, ich kann es irgendwo verstehen, ne? Ich meine, hier ist man ja wahrscheinlich, wie gesagt, die sind schon 10 Monate hier im Zoo, kann ich schon verstehen, dass man dann vielleicht ein bisschen kaputt ist und nicht noch diesen Weg gehen will. Aber ich habe, also, ich möchte das jetzt. Och man, das ist ja super cool, dass wir da jetzt so eine Bootstour haben. Also wie gesagt, wir müssen das hier noch alles richtig schön machen, die Ecke. Aber dann ist das ja also einfach nur mega geil. Mein Eingang ist hier hinten. Hier. Hier ist der Eingang, aber man geht halt eigentlich so rum. Eigentlich sieht der Zoo auch gar nicht so groß aus, ne? Aber ist schon sehr groß. Haben nebenbei einen Kuchen für meine Mama gebacken. Dein Stream und Backen einfach perfekte Kombi. Wie schön. Was hast du für einen Kuchen gemacht? Das klingt sehr, sehr gut. Eis ist immer gut. Also ich würde auch eins nehmen. Ich weiß gar nicht, was das ist, warum die jetzt nicht so begeistert sind, hier hinten lang zu laufen. Oh, komm, die jetzt. Leute, kommt. Eis. Icy, icy, icy. Guck mal, die wollen. Sag mal. Hä? Die beiden da. Die beiden. Die sind's, Leute. Die beiden sind's. Die Luisa und Sally. Ganz klar. Ganz klar, Leute. Obwohl, da steht unterwegs zu Savannengehege. Ich glaube, die versuchen jetzt von hier oben das Gehege anzugucken. Und Snickers-Eis würde ich jetzt auch nehmen, ja. Geil. Kirschkuchen mit so Schokostückchen drin. Oh mein Gott, das klingt richtig gut. Wie schön ist denn der Zoo bisher geworden? Dankeschön, Lilia. Schauen wir immer mal so podcastmäßig deine vergangenen Planet Zoo-Streams auf YouTube an. Wahnsinn, wie sich's entwickelt hat damit. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ihr könnt hingehen, wo der Pfeffer wächst. Naja, Lilia, ich freue mich sehr, dass du da bist. In dem Savannengehege sind schon Tiere drin. Wir haben da Giraffen, Zebras und Kaffernbüffel drin.
Ja, die sind auch sehr fröhlich eigentlich. Aber die tun immer so, als wären sie nicht fröhlich. Och, guck mal. Aber die passten doch jetzt in die... Dings rein, oder? War das nicht so? In die Höhle. Rückzugsort, ja. Och, guck mal. Och, guck mal. Och, guck mal. Och, guck mal. Och, Mann, guck mal, wie die alle hier in einer Symbiose schlafen. Ich hab kurz gedacht, du beleidigst uns. Natürlich, immer. Das ist doch meine große Leidenschaft. Und Jade, hallöchen. Die Leute dort sind aber auch nicht die hellsten. Also wie gesagt, ich kann es ja irgendwo auch verstehen. So ein Weg, wo ich nicht weiß, wo der hinführt, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den auf mich nehmen würde. Ach, scheiße. Die geht nach Hause über Savannengehege. I hate to break it to you. Aber this is not the way out. Mal gucken, was sie jetzt machen. Zieh die doch einfach zu dem Eingang vom Busch. Ja, aber die sollen das ja also freiwillig machen. Hier wird ja niemand gezwungen. Los. Och, ihr seid solche Keks, wisst ihr das? Ja, genießt die Aussicht. Mh, wie toll. Ja, hier kann man so schön sehen. Tolle Tiere. Ja, ja. Keck. Imagine, du bist im Zoo und dann ist da so ein kilometerlanger Weg ins Nirgendwo. Ja, vor allem, weil hier nicht mal ein Schild steht oder irgendwas. Und es geht ja auch noch über einen Hügel. Also man weiß ja wirklich einfach null, was passiert. Deswegen, ich kann das schon verstehen. Wisst ihr, was wir auch machen können? Wir bauen den Weg durch den Berg mit Glaseinsätzen in der Höhle. Dadurch ist der Weg weniger lang, weniger steil und man kann noch die Tiere da drin beobachten. Also, hallo? Ich sollte ein Zoo eröffnen. Mega Idee, ne? Das machen wir dann auch. Finde ich auch richtig gut. Finde ich auch richtig gut. Wir versuchen da jetzt mal durchzubuddeln. Das Problem ist, wir können halt jederzeit auch ins Gehege reinbuddeln. Wir probieren das jetzt. So groß muss es eigentlich auch gar nicht sein. Oh. Hallo! Das habe ich natürlich jetzt nicht mit einkalkuliert, dass das ja auch noch da drin ist. Okay, wir müssen ein Stück weiter rüber. Aha. Aha. Guten Tag. Na? Ja, wir müssen ja auch nicht, also das muss ja nicht komplett einsehbar sein. Wir machen nur so eine Scheibe da rein. Ich glaube, das ist cool. Geht auch ein Restaurant unterm Berge. Aber dann beschweren die sich doch wieder, weil sie nichts sehen können. Wir können ja auch oben noch eine Aussichtsplattform drauf machen. Alles kann, nichts muss, ist hier das Motto, ne? Guck mal, wir machen diese Scheibe jetzt da rein. So. Oh mein Gott, wie geil einfach, oder? Und dann machen wir das jetzt kleiner und ziehen das alles wieder ein bisschen rüber. Und dann hat man hier so ein kleines Guckloch. Oben ist es noch nicht zu. Ah, warte mal. Oder wir machen... So. Ich weiß, ich hätte auch die kleineren nehmen können. Das wäre ja viel zu einfach. Machen wir es noch ein bisschen größer.
So. Achso, warte mal, die können wir einfach schieben. Ach nee, die ist nicht lang genug. Wow. Hab mal so eine Vivarienhöhle gebaut mit Wasserfall und Einblick über eine Brücke ins Capybara-Gehege. Lieb ich, wie schön. Klingt mega, mega gut. So, und jetzt brauchen wir noch... eine Säule oder einen Pfosten. Natürlich auch cool, so unter der Erde. Einfach damit man diesen Schlitz nicht so sieht. Finde ich es cooler, wenn da so ein Pfosten drin ist. Ich meine, oben sieht man es ja jetzt auch. Okay, sieht kacke aus. Aber immerhin. Immerhin. Eiserlöchen, herzlich willkommen. Ich spiele Planet Zoo seit kurzem mit meiner Freundin und wir haben oft ein Problem, dass wir Wege nicht platzieren können, wie wir es möchten. Gibt es eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken? Das ist leider das gängige Problem in Planet Zoo. Also Wege in Planet Zoo sind einfach absolut belastend. Wichtig sind auch diese Tools hier, Gelände abflachen und tunneln. Das hilft oft auch schon beim Wege platzieren, aber Wege in Planet Zoo sind einfach Horror. Das ist einfach so, leider. Und leider halt auch etwas, womit man sich irgendwo abfinden muss. Wisst ihr, was wir dann aber jetzt machen können? Dann müssen wir den Weg nicht mehr von diesem Weg abführen, sondern führen den dann einfach von innerhalb der Höhle zur Seite, wisst ihr? Clever! Dann können wir nämlich... gehen wir hier weiter rüber und hoffen, dass wir dann da irgendwo... Ach, guck mal. Ja, das ist doch super. Ja, jetzt sind wahrscheinlich gerade hier welche auf dem Weg gewesen. Und dann so, ja, sorry, Weg ist gesperrt, hier kann man leider nicht mehr lang. Ja, dann müssen wir das Klöhäuschen auch vielleicht nochmal woanders platzieren. Siehst du? Jetzt kann man das nämlich nicht machen. Vielleicht, wenn wir jetzt gelinde abflachen. Ups. Okay. Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier, dass hier einmal... Ups. Machen. So. Jetzt müsste es doch auch ohne gehen, oder? Genau, und das kann man auch machen. Man kann auch Steuerung drücken, dann kann man das so frei platzieren. Ich glaube, das werden wir alles nochmal überarbeiten hier drin. Aber immerhin ist der Weg dann ein bisschen kürzer und barrierefrei. Das war eine sehr gute Idee. So. Das ist natürlich jetzt noch ein absoluter Unfall hier. Müssen wir dann alles noch mal ein bisschen rausziehen und ein bisschen verdecken. Ihr sagt mir Bescheid, wenn der Luki online ist, ne?
Dann düsen wir nämlich zu ihm rüber. Aber es kann halt sein, dass sein Meeting länger dauert. Deswegen weiß ich nicht, wann er da ist. Verpasst noch nichts. Also ist er schon live oder nicht? Nein, okay. Der ist bestimmt gestresst gerade. Weil dann düsen wir da nämlich gleich hin und dann könnt ihr ihm zuschauen, wie er Lasagne macht. Oh Mann, das finde ich ja viel besser. Ach, das ist ja toll. Jetzt können wir hier oben den Weg wegmachen. Ach so, war auf. Wir sagen Bescheid. So, sehr gut. Was spielst du denn heute noch mit Lukas? Nee, mit Lukas spiele ich nichts. Er macht jetzt gleich einen Kochstream. Er macht quasi mein Mittagessen. Nein, mein Abendessen. Also mein Spätnachmittagessen. Und deswegen würde ich ja gern gleich hinraiden. Marie, danke schön für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. So, dann machen wir das hier wieder zu. Cool. Finde ich viel, viel besser. Und das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Wenn man mal unzufrieden mit dem ist, was man gebaut hat, kann man das ja auch einfach umbauen. Also nur wenn man eine Sache mal irgendwie gemacht hat, heißt das ja nicht, dass das dann für immer so bleiben muss, ne? Jetzt ist er live. Oh mein Gott, auf euch ist aber auch Verlass. Heide Witzka, Leute. Eieiei. Geil. So, weg hier. Nina, raide uns. Also seid ihr alle ready für Lucky Life und nicht diese Belastung von Planet Zoo. So, das machen wir beim nächsten Mal. Da kann ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Aber das ist, ich bin sehr happy. Also das überarbeiten wir beim nächsten Mal nochmal. Aber jetzt haben wir das Grundgerüst schon mal geschaffen. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Genau, endlich können wir die dahinter uns lassen, wirklich. Machen wir es beim nächsten Mal fertig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass wir so einen schönen Vormittag hatten. YouTube, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. So. Hat es jetzt aufgehört?